Hallo liebe Mutzis, ganz kurze Durchsage, bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Soloprogramm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf den Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Wer das jetzt nicht will abtippen, kann wie gesagt bei den Shownotes, also im Link unten, einfach draufklicken und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Bist du parat? Ich bin parat. Alright. Hilfe! Mit der super Vorbereitung. Hey, wie ich. Also, genau. Weißt, ist gut, wir sind beide nicht vorbereitet und, ja. Und werden jetzt irgendwie eineinhalb Stunden reden. Drum. Gut, wir reden über. Ja. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich auch. Und dass es endlich geklappt hat. Ja. Es ist eine lange Geschichte gewesen. Es ist eine lange Geschichte gewesen. Ich habe effektiv nie Zeit gehabt. Und wirklich? Dann, glaube ich, einmal habe ich es auch verpflümelt. Du hast mich, glaube ich, zweimal angefragt. Und einmal habe ich die Termine irgendwie, ja, da muss ich dann irgendwie. Und dann ist das Mail immer weiter runtergerutscht. Ja, ich kenne es. Ja. Ich kenne es. Und dann hat Kilian Ziegler in einer Folge gesagt, du bist als nächstes zu Gast. Wirklich? Wir haben es nicht ganz geschafft, aber ich fand, jetzt müssen wir es wirklich gar nicht kriegen. er hat das einfach gesagt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Doch, er hat irgendeine lustige Abmoderation gemacht. In der nächsten Folge? Genau. Okay. Sehr lustig. Sehr lustig. Es gibt einen in Deutschland, Hotel Matze, der lässt sich immer zum Jubiläum, wenn er irgendwie 100. hat, 200. so, lässt er sich von einem Gast, einem anderen Gast als Überraschung Das ist buchen. Super. Ja. Das finde ich auch sehr cool. Gut. Das heisst, irgendwann wird man dir irgendjemanden buchen. Irgendwann wird das jetzt auch anfangen, wenn jetzt du bei der Abmoderation irgendein Gast behauptest. Irgendjemand, wo ich weiss, wo du dich sehr drauf freust. Oder eben. Ja. Super. Gut, es gibt ja immer beides. Es gibt, ja, es gibt Leute, die nicht kommen, weil sie nicht wollen, und es gibt Leute, die nicht kommen, weil ich nicht will. Weil du und so geht das eigentlich gut auf. Aber gibt es denn Leute, die dich anfragen, darf ich jetzt mal kommen? Oder wie? Also, gibt es auch. Aha. Ja. Ja. Und wie der Michel Gammetaler, das ist eigentlich das Pendant, der hat Anekdoten erzählt in irgendeinem Zaubermagazin. Und dann ist mal der Chefredakteur gefragt worden von einem, so, wie kommt man eigentlich auf die Titelseite? Aha. Und dann hat er gesagt, so nicht. Oh. Also wenn man, ja. Und du, ich komme in deine Show. Nein, also, ich finde, es ist noch lustig, weil es kommt sehr darauf an, wie gefragt wird. Ja, ja. Aber oft ist es eben so ein bisschen so... Durch die Blume. Statt, dass man dann wirklich würde sagen, hey, ich finde es so toll, was du machst, ich würde extrem gerne mal zu dir kommen. So, das wäre eine ehrliche Anfrage. Aber es gibt ja die, die wirklich so... Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Früher, als ich angefangen habe mit Comedy, habe ich auch sehr schnell eine Anspruchshaltung gehabt. So quasi, ich sollte ja jetzt den Auftrag kriegen und ich sollte ja jetzt bei Giacomo Müller können auftreten. Ah, okay. Weil ich mache ja jetzt Comedy, weißt du nicht mehr? Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, Leute haben das zum Teil auch eben mit so etwas Banalem wie einem Podcast. Haben sie jetzt das Gefühl, wirklich? Ich habe das Recht drauf, in diesem Podcast zu Gast zu sein. Ui. Und ich dachte so, das ist noch spannend. Nein. Das habe ich jetzt nie gehabt. Also auch früher noch nicht irgendwie mit ich habe das Gefühl, ich darf jetzt dort spielen. So. Ich habe es zum Glück abgelegt. Weil es ist, glaube ich, noch gut. Ja, es ist es passt auch nicht ganz zu dir, jetzt ehrlich gesagt. Ich habe viel geschafft. Ich habe viel geschafft. Ja, ist schon viel geschafft. Ja. Also du hast es nie gehabt? Nein. Aber hast es ist vielleicht auch... Imposter-Syndrom? Ich habe das Gefühl gehabt, was mache ich überhaupt da? Ja, nein, ich habe, wenn ich eine Anfrage hatte, wirklich so gefunden, wow, wie toll ist denn das? Oder wenn ich einen Ort gewusst habe, wo ich gerne würde auftreten, habe ich einfach für mich gehofft, das wäre so lässig. Aber ich habe mich nicht wirklich getraut, zu fragen. Yeah. Weil ich dachte, ja, da muss man gefragt werden. Und wenn ich nicht gefragt wurde, bist du für mich klar gesagt, ja, ich bin einfach noch nicht so weit. Ja, schon eher so. Yeah. Ja. Gut, aber es ist bei mir dann sehr schnell anders geworden. Zum Glück. Ja, aber vielleicht ist bei mir auch, weißt du, so durch die Ausbildung Dimitri-Schule, wo es einfach wirklich ist, schaffen, ohne, also quasi blöd sagen, ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Weißt du, so, mhm. Du musst zuerst ein Programm haben, das muss, ja, du musst dir das erarbeiten. Du kannst jetzt nicht einfach kommen und zack, und es läuft so. Das ist das auch irgendwie. Das habe ich aber dann auch sehr schnell von anderen Leuten angefangen, eben so ein bisschen in die Wiege gelegt. Kriegen. So. Also, es ist,
hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verändert. Ja. Also ich sehe jetzt zum Teil noch ein bisschen mehr die Anspruchshaltung, die ich so im kleinen Anflug gespürt habe, ja, ja. Sehe ich jetzt ein bisschen stärker, weil ja, es gibt halt nicht mehr so einen klaren Weg oder irgendwie so eine klare Struktur, wo man sagt, zuerst machst du das und für das gibt es wahrscheinlich noch kein Geld und dann musst du dich halt quasi beweisen und das geht alles ein bisschen weg heutzutage. Was ja auch nicht schlecht ist, also weil das ist schon irgendwie so gesehen, so irgendwie auch so ein bisschen eine schweizerische Tugend oder wirklich, nein, zuerst musst du zeigen, was du kannst und so. Ja, und erst wenn du 10-mal bewiesen hast, dass du das wirklich willst und kannst und dafür schaffst, dann darfst du das dann auch haben oder machen. Wie hat sich das gezeigt in der Dimitri-Schule? Ja, nein, eben eher nachher. In der Dimitri-Schule war halt einfach der Schulbetrieb. Weißt du, du hast einfach deine Unterrichtsstunden gehabt und dann ist einfach gesehen, trainieren und machen. Und ich auch wollte. Also, dann bist du wirklich, ich bin eigentlich 3 Jahre lang einfach an der Schule gesehen. Aber es ist schon einfach so, wenn die Lehrer, wenn du dann irgendeine Arbeit hast, so ein Lavoro Personale, hast du immer wieder so, wenn eine Etappe fertig ist oder eine Projektwoche oder ein Projektzyklus, hast du dann wieder eine eigene Arbeit präsentieren im kleinen, im Piccolo-Theater. Und dann ist das von den Lehrern kritisiert worden. Und dann ist schon gesagt worden, man sieht, da fehlt noch, da ist zu wenig, es ist zu wenig drinnen gewesen oder weißt, schludrig geschafft und so. Ja, es ist halt Schulbetrieb. So ist dann halt aufgezeigt worden, vor allem, was nicht gut ist. Was ja eigentlich schon auch ein bisschen die Aufgabe ist von einer Schule, nicht nur zu sagen, wow, ganz toll, sondern auch darauf hinweisen, wo musst du noch arbeiten, wo musst du noch an dir arbeiten. Ich kann mir aber vorstellen, dass so rein vom Charakter, wenn man so eine Schule macht, dann ist es ja, vor allem am Anfang ist es ja noch schwierig. Also bei dir wäre es für viele wahrscheinlich noch schwierig. Zu viel Kritik holt dann ja irgendwann die Freude weg. Ja. Also, es muss natürlich schon in einer Balance sein. Und klar haben sie die auch gelobt. Aber ich würde sagen, viele Lehrer haben auch gut gespürt, bei welchem Typ Schülerin oder Schüler kannst du jetzt einfach musst ein bisschen dranbleiben und vielleicht nicht gerade etwas loben, sondern ein bisschen herausfordern, weil einfach noch mehr drinnen steckt im Ganzen. Also, ja. Also ich bin zum Beispiel jetzt auch eher, ich bin glaube so der Schultyp schon gesehen früher. Also ich glaube, eben, du hast jetzt kein Schulbuch, du hast einfach angefangen, oder? Anfangen, dein Zeug machen. Und ich glaube, ich bin schon wirklich, Gut, es ist viel Schule auf dem Weg gesehen. Klar. Aber nicht, das hätte genau, Schule und ich bin jetzt, glaube ich, schon dazu mal wirklich so der Typ gesehen, ich brauche eine Schule, ich möchte das lernen und so. Der Rahmen auch, der ist ja dann wie der geschützte Rahmen, wo du lernst und Zeug ausprobierst. Ja. Yeah. Und ja, dort willst du dann auch Kritik. Darum bist du auch dort an dieser Schule, weil du willst vorwärts kommen. Also es bringt ja nichts, wenn du einfach dort, also wirst du auch immer herausgefordert mit verschiedensten Arbeiten und ja, es hat mir aber dann schon noch entsprochen. Also einfach der geschützte Rahmen halt noch. Ja. Ich denke das auch ab und zu. Ich fände es geil, wenn man so irgendwie so, vielleicht nicht jährlich, aber so alle 2 Jahre, wenn man mit irgendjemandem so ein Mitarbeitergespräch könnte haben. Weißt du? Ja. Wo aber halt wirklich noch dabei ist, wo man dann einfach so nach 2 Jahren kann sagen, okay, wo stehen wir? Hä? Und dann hast du irgendwie so dumme Kritzli-Liste, wo du dann irgendwie sagst, ja. Also ich mache das jetzt meistens mit mir, also du wahrscheinlich auch, mit dir selber. Also mit mir selber. Eben, und das kann eben schon etwas kann recht mühsam sein. Da hoffe ich, wünsche ich mir manchmal auch wirklich von außen mehr, dass mal jemand kommt. Und, weil eben selber ist man ja knallhart. Also das sind gerade alle Lehrer, die ich bis jetzt hatte. Gegen mich, so wenn ich mich kritisiere und sanktioniere und das ist noch nicht gut. Also. Ja, und das Problem ist, es ist ja dann nicht ein Termin. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich mach dann am 31. Juli. Ne? Sondern es ist einfach konstant. Ja, oder? Um 2 am Morgen oder um 4 in der Nacht. Wirklich so, jetzt gibt es ein Gespräch. Du, wenn du eigentlich gar nicht bereit bist. Richtig, es wird auch nicht angekündigt. Es ist nicht einmal, jetzt gibt es ein Gespräch, sondern einfach übrigens, das was ich dir noch wollte sagen. Oder stehst du unter der Dusche, singst, geniessest und plötzlich du! Es ist hart. Und unter der Dusche habe ich oft Erinnerungen. Das kann zum Teil 15 Jahre her sein. Ah. Aber weißt du, von irgendetwas Unangenehmes, wo mal gesehen ist, wo ich irgendwie, weißt du, das Gefühl habe, ich habe etwas Falsches gesagt oder so. Ja, oh, wow. Weißt du?
Und das kommt dann auf einmal. Irgendwie. Dann läufst du so kalt, ja. Drücken dir ab und denkst, nein. Mit dem heißen Wasser kommt ja, ja. Das dann auf einmal so. Und das ist, wahrscheinlich die Person hat es schon lange vergessen, ja, oder hat es gar nicht einmal damals in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Und ja. Du bist so, Ja. Aber es ist weniger auch schon, ja. Muss ich sagen. Ja. Nein, für mich sind, glaube ich, schon die härtesten Mitarbeitergespräche sind wirklich eben zur Nacht. Das sind die fiesesten. Wenn du schlafen willst. Ja. Ja. Oder wenn du schlafst und rausgerissen wirst aus dem Schlaf, wegen irgendetwas. Ja, das ist so ein bisschen fies, weil dann habe ich irgendwie auch nicht Kraft, um dagegen anzustehen. Und erst am Morgen denke ich, dann komm, ist ja gar nicht so tragisch. Also darum sagt man ja auch, darüber schlafen. Eben, ja. Ja, alle die Probleme, die man hat, sind ja schon ein bisschen sortierter, wenn man wieder aufsteht. Das ist so. Aber die wirklich beste, also jetzt wirklich im positiven Sinn, finde ich, effektiv, klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber effektiv, wenn man am Wandern ist. Dort, wirklich? Dort habe ich wirklich erstens auch viel klärende Moment, wo ich merke, das ist ja wirklich gar kein Problem. Also vor allem, wenn ich irgendwo auf einem Hügel oben stand und runter schaue oder rauflaufe und merke, es wird langsam, dann plötzlich werden Probleme, wo ich das Gefühl habe, das muss ich noch angehen und dann bin ich noch, merke ich plötzlich, nein, es ist alles auf einem guten Weg und irgendwie, da bin ich Distanz dazu. Wahrscheinlich und auch ideenmässig habe ich beim Laufen oftmals Ideen. Die einfach so kommen. Beim Duschen übrigens auch. Eben bei mir ist beim Duschen kommen vielmals Ideen. Das mit dem Laufen verstand ich absolut. Gell? Ja. Das ist irgendwie. Der Christoph hat einmal irgendeinen Artikel rausgesucht, wo wir es mit dem Adrian Stern davor hatten. Wie einfach irgendwie. Es gibt auch irgendeine wissenschaftliche Erklärung, warum Laufen das Hirn irgendwie anders aktiviert und viel passiert. Und ich habe kürzlich an das gedacht, weil ich mal Impro-Comedy gemacht habe, vor vielleicht eineinhalb Jahren oder so. Und jetzt habe ich gerade bei Zufall jemanden getroffen, der dort dabei war. Da habe ich mich erinnert, wie ich gesagt habe, drei Tage danach ist mein Hirn immer noch wahnsinnig aktiv gewesen in diesem Bereich von Ideen finden und Verknüpfungen suchen. Und ich habe wahnsinnig viele Ideen gehabt für Nummern und Witze und keine Ahnung was. Weil halt es so eine Extremsituation ist, Impro-Comedy, wo du zuerst so eine Stunde aufwärmst, dass du wirklich eben in den Zustand kommst, möglichst schnell reagieren kannst und dann machst du es noch vor 200 Leuten für zwei Stunden. So. Ja. Das heisst, das Hirn ist in diesem Bereich, es hat so wie geliebt, oder? Und es hat so drei, vier Tage angehabt. Ach, spannend. Und sonst habe ich das nur, wenn ich irgendwie noch in einen anderen Gang und weiss, ich habe jetzt eine Woche Zeit oder 10 Tage oder keine Ahnung was. Ja. Und dann gehe ich einfach spazieren und laufe einfach rum und mache einfach, dass ich so langsam in das Dreieck komme. Ja. Und irgendwie ist Laufen ist das Idealste. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach an so einem Bürotisch zu sitzen für Ideen. Ja, also der Anfang mache ich meistens, also nicht der Anfang, aber es gibt bei mir schon viele Momente, wo ich dann ane sitze und die Ideen aufschreibe und meine To-Do-Liste und Zeug und Sachen und Ideen und da die orangen Zettel und das, die gelben Zettel. Aber eben. Das ist für mich dann schon mehr. Das ist schon. Ja, der Buchhalter, die Buchhalterin, oder? Ja. In irgendeiner Art und Weise. Die Redaktion. Ja. Ich denke, das ist die redaktionelle Arbeit. Und vorher die kreative Arbeit, dass es überhaupt irgendwie entsteht. Ja. Ja, die kommt vielmal auch, wenn man mit Leuten redet. Genau. Also wenn ich alleine daheim bin. Das habe ich ja gemerkt während der Corona-Zeit. Dort habe ich ja gerade ein neues Programm schreiben. Ist halt so geplant gewesen, dass ich im Herbst 20 Premieren habe. Das ist das Gleiche gewesen bei mir. Gell? Ja. Dann ist man, ich bin so daheim gewesen, habe gefunden, das ist völlige Kopfgeburt. Ich bin so, ich konnte nicht mehr beobachten, nicht mehr mit Leuten schwätzen, nicht mehr irgendwie aktiv sein. Es ist einfach so. Ich habe das Gefühl, wir haben fast noch, also bei mir ist es zumindest so gesehen, man hat fast noch ein bisschen können davon zehren, was du vorgesehen ist. Das heißt, nur ein halbes Jahr ist. Ich habe das Gefühl, Programm, die dann noch ein bisschen später rausgekommen sind. Stimmt, das ist eigentlich. Frühling 21, Herbst 21, so dort rum. Ich habe das Gefühl, für zwei Jahre ist einfach ist ein Material, außer Covid, ist nicht irgendwie so, nein. So frisch dabei gewesen, weil halt einfach die ganze so Interaktionen mit Menschen. Das hat einfach gefehlt. Und der Alltag, der irgendwie anders ist. Ja. Und darum auch nicht irgendwie nachvollziehbar. Ja, und vor allem, du hast plötzlich so viel Zeit. Ja. Also, was ja eigentlich
das wünscht man sich immer. Also wenn ich ein Programm schreibe, habe ich immer so irgendwie ein paar Wochen vor der Premiere, denke immer, wieso habe ich nur so wenig Zeit? Wenn ich viel Zeit hätte, wäre jetzt, ja. Und jetzt habe ich plötzlich so viel Zeit gehabt. Und die Erkenntnis ist, es bringt keinen Unterschied. Gell? Nein. Ja, aber ich bin, glaube ich, eher Stressschafferin. Also ich merke, die besten Ideen kommen mir halt einfach wirklich, wenn ich das Messer am Hals habe. Wenn ich wirklich mich nicht mehr hinterfragen kann, weil die Zeit nicht mehr da ist. Und wenn ich mich muss entscheiden muss. Weil solange ich natürlich noch Zeit habe, bis die Premiere ist, dann kannst du, nein, komm, es gibt noch bessere Ideen. Nein, das müssen wir uns noch nicht fixieren. Und eben, der Stress, wenn der da ist, dann läuft das Motörchen. Darum braucht man auch einfach ein Datum, ja, wo das so ist. Also weißt du, wenn man sagt, ich schaffe jetzt mal an meinem ersten Programm, dann kannst du 20 Jahre an deinem ersten Programm schaffen, weil du wirst nie den Moment haben, wo du das Programm überholt hast, wo du sagst, jetzt ist es gut. Nein. Sondern das Programm überholt immer wieder dich. Und sagt, nein, man könnte noch, man könnte noch. Das hört nie auf. Du hast vorhin Wander angesprochen. Ist das eins von deinen fünf? Ja, könnte man durchaus nehmen. Ja, das könnte man jetzt, wenn du das gerade so sagst, würde ich sagen, ja, das ist eins von meinen fünf. Zum Glück schon eins weniger. Zack. Ja, heute Nachmittag gesagt, dass anfangs tut der fünf. Nein, gut. Ja, nein, das ist durchaus etwas. Also effektiv Wandern, Natur. Also ich gehe ja viel schon, also wir sind früher schon immer auf La Punta in Engadin. Das ist für mich immer ein Ort, wo ich mich irgendwie so glücklich fühle. Obwohl, mit der Zeit ist es ja immer ein bisschen das Gleiche, wenn man öfters dorthin geht. Aber einfach so, das finde ich sehr schön. Oder eben im Tessin, in der Dimitri-Schule in Verschoben gewohnt, in Trania, Cavigliano. Dort. Das ist auch so eine Zeit gewesen, die mich wahnsinnig, ja, wo mir extrem gut gefallen hat. Einfach so das, auch das Dörfliche, obwohl ich wohne ja jetzt in der Stadt Zürich, aber so eigentlich ein Dorf, jeder kennt jeden, die Natur vor dem Haus, also wirklich, es ist schon etwas, was mir sehr gut gefällt. Und ich habe auch mal vor der Dimitri-Schule zwei Saison lang Skilehrerin gemacht, so im Wallis. Es war auch so schön, einfach eine Saison lang in den Bergen. Ich habe das genossen, also wirklich, es ist einfach, ja, das ist schon eins von meinen Wohlfühlorten. Und wie ist das entstanden, dass wir immer auf La Punta sind? Ja, meine Eltern haben dort eine Ferienwohnung gehabt, da sind wir dann immer dorthin. Ja. Ah, okay, okay. Und ich bin noch nie gesehen, La Punta. Ah, ist mega schön. Wie ist das? Ein sehr schönes Dorf, halt wirklich so ein Engadinerdorf. Ja. Yeah. Und einfach, was schön ist, die Hochebene halt. Einfach, du bist irgendwie schon auf 1300 Meter oben und bist auf einem, wow, La Punta Muest. Ja, ist gerade nach dem Albula-Pass. Und das ist jetzt eine gute Webseite, wenn sie Chamwest und dann nochmal .ch. Das ist super. Chamwest. Ein sehr schöner Ort. Ja, das finde ich, Höhe macht wahnsinnig viel aus, gell? Mittlerweile habe ich Kur sehr gern, aber ich habe Kur früher so erdrückend gefunden, weil ich gedacht habe, man ist zu weit unten, es ist alles von oben bricht auf einmal runter. Jetzt habe ich es anders kennengelernt, finde es mega cool. So, aber früher habe ich immer so gedacht, und ich bin halt immer in Zermatt gesehen, wegen meiner Familie. Ja. Und dort hast du es halt auch schon deutlich mehr. Da bist du irgendwie auf 1600 oder irgendwas. Und das spürst du irgendwie einfach schon. Ja, also einerseits siehst du es und andererseits hast du nicht das Gefühl, es bricht alles auf dich rein. So. Ja, und dann auch die Luft und der Geschmack von den Affenbäumen und so, das ist einfach so, das ist schon etwas Schönes. Ich meine, Arosa fände ich ja eigentlich auch schön, oder? Nur, das kenne ich jetzt einfach nur wegen Humorfestival Arosa. Aber dort, die Strasse, das ist, also ich könnte nie irgendwie länger, also mehr auf Arosa in die Ferien, die Strasse würde mich killen. Die vielen Kurven, das ist Horror. Einfach zum Rauffahren? Ja, zum Rauffahren. Ja. Ich bin mit dem Auto, bin ich glaube noch nie auf Arosa. Ah, gut. Bin ich nur mit dem Zug gegangen bis jetzt. Okay. Und dann ist das natürlich super. Ja, das ist schön. Nein, eben, also so Berge, Natur finde ich schon etwas sehr, sehr Schönes und bin eigentlich auch sehr dankbar, dass ich mir als Kind habe ich das so mitbekommen von daheim, wirklich im Sommer gehen wandern, im Herbst gehen wandern, obwohl wir haben dann so als Teenie das auch ein bisschen langweilig gefunden. Yeah, wir sind ans Meer, im Ferien und wir wieder wandern, aber es ist schon etwas Schönes. Also, Was ich aber noch lustig finde, ist, wenn so grundsätzlich
das ist jetzt eine Pauschalisierung, ja. Aber mein Eindruck ist immer, Menschen, die irgendwie in der Stadt sind, mhm, und ab und zu in die Natur rausgehen, die holen sich dort Erholung. Ja. Und Menschen, die grundsätzlich eher in der Natur wohnen, mhm, wenn sie in die Stadt gehen, sind sie einfach gestresst. Stimmt. Dann kriegen sie einen Vollstress. Ja, also, ja, weißt, und irgendwie die gestressten Städter können irgendwie das Level halt mehr tolerieren, dass, ja, ja, sie dann mehr Erholung haben draussen. Und es ist so, ich weiß nicht, was besser ist. Mhm. Es ist so. Ja, was natürlich schon auch ist, man hört natürlich immer, also, es fällt mir auf, alle, wo, wenn du sagst, wohnst in Zürich, oh, Zürich, da könnte ich nie wohnen. Und so. Aber handkerum, es kommt ja darauf an, in welchem Quartier du wohnst. Und, ja, ja, innerhalb vom Quartier ist es ja auch wieder wie ein Dörfli. Und ich meine, auch in Zürich, du gehst 10 Minuten, laufst und dann bist du irgendwo in einem Wald. Also egal, wo du bist, yeah, hast du irgendeinen Wald, einen Park oder irgendetwas in der Umgebung. Klar, ein Park ist jetzt für einen Ländler nicht wirklich etwas Tolles. Aber obwohl, ich finde, Zürich hat zu wenig Parks, bin ich jetzt ehrlich. Wirklich? Ja, als Basler. Ja. Weil du denkst so, ich, gut, ich gehe zu Basel auch zu wenig in einen Park. Hat ja auch nicht, ja. Aber hat schon schöne und vor allem immer sehr, sehr nah. Ja, Zürich, aber Zürich hast du dafür den See oder den, hast See den ganzen, und den ganzen Wald, China, den ganzen Uetliberg, den Chinagarten. Nein, aber hast du den ganzen Uetliberg und so, wo ja ein riesen Waldgebiet das ist. Das ist so. Wo ich immer so faszinierend finde, dass ich dort immer wieder meine Leute vermisst, die holen mit dem Helikopter. Also wirklich, es gibt immer wieder ganz viele Leute, die am Uetliberg irgendwie in Bergnot geraten. Das finde ich, das fasziniert mich wahnsinnig. Das ist der Begriff vom Stadtmensch, wirklich so. Ich bin 500 Meter im Grün, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Nein, aber es hat effektiv den Uetliberg. Also es hat schon noch steile Abhänge. Nein, ich finde es einfach so absurd, wenn es dann heisst, ja, irgendjemand ist im Bergnot geraten am Uetliberg. Das ist sehr geil. Und das gibt es aber immer wieder. Wirklich? Ja. Mm-hmm. Wow. Also ich wüsste es nicht, wie für ich empfinde es. Ich habe ein bisschen so verdrogte Party gegangen, wo dann irgendwie die Idee haben, wir gehen jetzt noch ein bisschen wandern. Nein, nein, wenn du... Nein, nein, wenn du dort, nein, es hat effektiv so in diesem Wald so Verzweigungen, also wenn du dort eine falsche Abzweigung nimmst, okay, ja, bist du irgendwo in einem Felshang. Ich habe nur mal Theater gespielt auf dem Uetliberg, im Utokulm. Im Utokulm? Aber dort gehst du halt einfach rauf, ja, ja, klar. Machst die Dinge, ja, kannst du noch einmal auf der Aussichts-, genau, auf den Aussichtsturm und dann sagst du, okay. Okay, das ist gesehen. Ja. Gehen wir wieder runter. Bergnot am Uetliberg. Ja, siehst du? Das hat er gut recherchiert. Und das gibt es oft, oder? Hast du auch noch eine Statistik? Das kriegst du raus. Ich glaube an dich heute. Aber ich habe eure Dunkelziffer jetzt wahrscheinlich. Ja, nein, ich finde das einfach, ich weiss noch das erste Mal, als ich von dem gehört habe, ich dachte, hey, Uetliberg. Aber ich muss effektiv sagen, ich bin mal mit meiner Mutter, in einem, ja, Winter sind wir, haben wir auch gefunden, ach, wir laufen auf dem Uetliberg oben auf der Krete durch. So. Ja. Und dann sind wir wirklich auch aufs Eis geraten. Aber wir haben irgendwie Wanderschuhe angehabt, effektiv Wanderschuhe. Und Eispickel dabei. Eispickel, Steigeisen und sind angeseilt gewesen. Nein, aber es hat wirklich eine auf dem Weg vor uns, wo halt irgendwie Sandalen, also, oder Turnschuhe angehabt. Und wir haben die müssen retten. Also die ist nicht mehr weitergekommen, weil einfach alles vereist gesehen ist und abschüssig und so. Also wirklich wie hoch oben in den Bergen, wie auf dem Kovaccio oben oder so. Der K2, der K2 genau, von Zürich. Und das am Uetliberg. Ja, es ist schon, du hast schon wieder drei Männer. Drei Männer, siehst du? In Bergnot. Es ist doch, aber es ist doch irgendwie schon noch. Ich finde das einfach irgendwie. Das könnte schon eine Nummer sein. Ja, das war ein guter Sketch. Stimmt. Bergnot oder Uetliberg. Wow. Ja. Oder das war ein Name für ein Theaterstück. Bergnot. Genau, Bergnot oder Uetliberg. Ja. Du könntest ein ganzes Theaterstück draus schreiben. Ach, das ist scheiße. Ja. Und ja, wo gehst du denn jetzt? Hast du so gewisse Orte, wo du sagst, da gehst du immer hin, um eben so ein bisschen Naturruhe wandern? Oder tust du jetzt immer Neues entdecken? Also eben halt so, jetzt diesen Sommer gehen wir wahrscheinlich auch ins Engadin und ins Tessin. Also weißt du, auch noch ans Filmfestival. Locarno, Certo. Genau. Und dort halt auch in die Flüsse und in ein bisschen wandern und in die Flüsse und baddeln. Also so, also von dem her ist schon immer Engadin oder Tessin so die Natur. Aber auch mal eine Tageswanderung irgendwo auf die Rigi oder irgendwo hin, weißt du, so. Also auf Rigi kannst du mit dem Bähnchen. Nein, aber halt irgendwo. Das war jetzt auch das Beispiel gewesen. Aber ja, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Ort, wo ich jetzt sage, da gehen wir jetzt oft hin. Und okay. So. Ja. Okay. Ja. Ja. Wieso hast du so
die Place to be. Nein, ich hab früher noch, aber da bin ich nicht wandern. Was ich immer mega toll gefunden habe, ist beim Campen. Ah, ja. Also ich habe eine sauschöne Aussicht. Ja. So, und ich hatte immer. Ja. Dort habe ich immer das Gefühl gehabt, von so ein bisschen Luft und Freiheit, ja, und weißt so, oder? Ja. Aber ist meistens, ich habe noch nicht kein Auto fahren. Meistens ist es mit einem Kollegen gesehen. Ah, okay. Das nicht mit dem Velo. Es gehen ja viel mit dem Velo da rauf eigentlich. Nein, für das habe ich jetzt wenig gutes Velo. Ah, okay. Hast du kein E-Bike? Nein. Nein, und auch nicht genug Gang sonst. Also, ja, weißt, so, okay. Ja. Mit dem Dreiganger ist es mühsam da rauf. Das Dreiganger Stadtvelo, wo man wieder mal pumpen müsste. Das, oh, ja. Das wird ein bisschen, ja, schwierig. Ich habe gestern mit dem Velo weg müssen und gesehen, oh nein, Platte. Gut. Ja. Drum, das ja, weniger. Ja. Nein, aber Seesachen fluhen. Ah, find, ja, Seesachen fluhen, ja. Und ich bin natürlich während Corona sind ja dann die Spaziergänge losgegangen. Ja. Dann bin ich mit meinem besten Freund, das habe ich dann sehr, sehr romantisch gefunden, mit Gummistiefel und, ui, Regenjacke, weil es einfach gepisst hat, ja, aber trotzdem warm. Aha. Halt wirklich einfach so Bruder Holz, ja, Bottmige, also bist noch nicht weit weg eigentlich, aber halt, ja, einfach so einen Regenspaziergang. Ja. Ich glaube, das erste so Mal. So Prediger Hof und so. Ja. Ja, schön. Das erste Mal, wo wir das gemacht haben. Ja. Und in Zürich finde ich, bin ich nicht so ein Uetliberg-Dude, sondern ich finde Adlisberg find ich voll geil. Ja. Finde ich voll geil, vor allem wegen dem Restaurant dort. Also, wo der Adlis. Also der Albis? Oder also du meinst so... Hinterm Dolder. Ah, dort! Ja. Hinterm Dolder. Ah, dort. Ah, okay. Ist Adlis, das Adlisberg? Das Restaurant heisst auch so. Ja. Ah, okay. Adlisberg. Ah, das ist hinterm Dolder, ja. Die haben einen grossartigen Brunch. Ah, okay. Und hinter dran hast du auch Wald, Ruhe. Ja, ja. Ich bin vor der letzten Premiere, irgendwie so 3 Wochen vor, da also bin ich so gestresst gewesen. Und dann habe ich eben so gefunden, aber du hast ja eigentlich die Freiheit, ja, einfach in die, ja, Natur, ja, zu gehen, oder? Aber eben, das muss ich mir immer sagen, gerade wenn ich im Stress bin, so, yeah, vor einer Premiere, wo du ja effektiv zum Beispiel einfach mal musst Text memorieren, yeah, dann wäre es ja effektiv gut, einfach rausgehen. Genau. Und dann bleibe ich aber drinnen, weil ich finde, nein, ich muss noch so viel machen, ich muss noch das organisieren und das. Also weißt du, und statt dass ich mir dann eben die Freiheit nehme und sage, hey, jetzt raus. Dort habe ich es gemacht. Ja, das ist gut, das ist super. Das ist Gold wert gewesen. Gut, das merkt man. Weil dann konnte ich irgendwie irgendein Spaziergänger mit seinem Hund und irgendwie habe ich der Hund hat mich toll gefunden und ich habe den Hund toll gefunden. Und dann hast du schon, mehr davon. Ja, ja, als daheim in den 4 Wänden Text machen und immer dann die Wand anzustarren. So, ja. Und darum, ich bin auch für Adlisberg. So. Ah, schön. Und dann halt, ich bin jetzt so SAC heute gegangen. Okay. Dort hört es dann irgendwann auf. Ja. Aber hast du auch schon gemacht? Habe ich auch schon gemacht, aber ich hocke nicht gern in einem Raum mit 15 Leuten, wo alle ein bisschen zu leislich sind, dass wir noch können reden können, weißt du? Ja. Entweder hast du eine lustige Gruppe, ja, ja, okay, und sonst sind alle so ein bisschen so, ja, und was machst du heute noch? Aber also, wirklich, du hast, ja, ich habe jetzt die, wo ich schon, ich habe das Gefühl gehabt, du hast recht eine gute Stimmung gesehen. Aber eben, es kommt ein bisschen auf die Hütte drauf an. Es ist wirklich, ja, und geil, es ist so gemein, man hat dann irgendwie 1-2 Erfahrungen. Ja, ja, und dann ist, das, entweder sind die toll oder nicht. Und man nimmt das dann für, ja, immer. Ja, ja, das heißt, ja, so ist es. Ja, ja, ja. Gut, ja, was hast du als zweites Feelgood überlegt? Nein, was ich mir effektiv als erstes Feelgood überlegt habe. Ja. So, wegen, wo bin ich gern? Also, es ist eigentlich nicht da. Also, mein Feelgood-Moment ist nicht das Auto, aber es ist so, also ich habe geschrieben Auti, aber nicht wegen dem Auti. Also ich muss jetzt einfach immer mit dem Auti an meinen Auftritt, weil, ja, ich zu viel Material habe. Würde eigentlich lieber mit dem Zug. Du hast anständig Material dabei. Ja, und das ist noch wenig. Ich habe eben leider immer ein Auti voll. Das heisst, ich muss daran gewöhnen und zu dem Ja sagen, ich gehe mit dem Auto an den Auftritt. Mittlerweile bin ich eben vor dem Auftritt auch wirklich gerne im Auto, weil da kann ich den Text nochmal machen. Mhm. Und aber nur eben mit meinem Feelgood, mit dem Navi. Das ist mein Feelgood. Wirklich? Ohne Navi, ich wäre verloren. Oh, weißt ich wäre wirklich, ja, verloren. Und ich weiss noch ganz genau, als ich so das erste TomTom, das es gegeben hat, habe ich von meinem Vater auf die Weihnachten geschenkt bekommen.
Da bin ich gerade so das erste Mal unterwegs gewesen mit meinem ersten Stück. Völlig am Anschlag, immer Zeug ausgedruckt und dann nur die Hälfte von der Karte drauf gehabt. Nein, Horror. Immer sicher eine Stunde vorher noch, als hättest du mich aus dem Haus, weil wenn ich mich verfahre und dann irgendwo auf einer Raststätte oder irgendwo auf einem Waldweg abgestellt, irgendwie wieder den Weg ausmachen. Und schon arschgörlich, weil man dann auf der Karte Autofahren. Ja. Und dann, und die Geräte sind dort noch mega teuer gewesen, über 1000 Franken, glaube ich. Und ich weiss, meine Eltern haben dann gefunden, hey, das schenken wir da nicht auf die Weihnachten. Und ich weiss, das ist für mich so ein Befreiung. Das klingt jetzt völlig blöd. Ich verstand. Aber es war wirklich für mich so eine Befreiung gewesen. Einfach das TomTom können anstellen. Ich muss nicht mehr denken, ich kann einfach dem Teil nachfahren, dem Pfeile. Und das zeigt mir auch noch links, rechts. Das ist super. Das war für mich wirklich ein viel guter Moment gewesen. Und für ein halbes Jahr hat es dann funktioniert. Und dann hat das erste Update müssen machen. Genau, genau. Und dann heisst es auf einmal geradeaus und du hast eine Backsteinwand vor dir. Genau. Und nein, das Schlimmste ist, das Gerätli ist eben die erste Version vom TomTom gesehen. Das hat dann effektiv mit der Zeit Wackelkontakt gekriegt. Das heisst, ich habe meinen Auftrittsort eingegeben und dann irgendwann ist es einfach schnell rausgefallen und wieder aufgestartet. Und dann hast du aber dann das Ziel vom letzten Mal drauf gehabt. Super. Und das habe ich einmal nicht gecheckt. Das heisst, ich war oben vorher irgendwo in Luzern gesehen und am nächsten Tag musste ich irgendwo auf Obwalden müssen oder irgendwo, ich weiß nicht wohin. Plötzlich bin ich wieder in dem Luzern vor diesem Auftrittsort gestanden und dachte, da bin ich doch gestern gesehen. Oh, aber er sagt ja geradeaus. Und ich glaube, da bin ich doch gestern gesehen. Das kann doch nicht am gleichen Ort sein. Ja, also man muss gleich noch das Hirn mitnehmen. Ja. Ja, nein, aber einfach so Orientierung. Also es ist jetzt so blöd, so vielleicht klischeehaft, aber da habe ich wirklich, da bin ich überfordert. Wirklich. Und ich bin der orientierungsloseste Mensch, was es gibt. Ja. Ich kann am genau gleichen Ort sein, wo ich vor einer halben Stunde gesehen bin. Oh, gut. Aber wenn ich nicht genau im gleichen Winkel die eine Fassade anschaue, denke ich, nein, da bin ich noch nie gesehen. Das ist ganz absurd. Ja. Bei mir ist es sogar so, ich habe ja einen Proberaum in Zürich-Altstetten. Das ist ein 6-stöckiges Gebäude, wo du Warenlift hast und du hast 2 Warenlift und dann auch noch Personenlift. Und du steigst in den Warenlift so rein, dann fährt der offen und dann steigst du ja da aus. Ja. Und ich muss heute noch, und ich bin über 15 Jahre schon in diesem Proberaum. Ich muss heute noch, wenn ich aus dem Lift komme, schauen, muss ich jetzt links oder rechts den Gang drauf. Einfach, das, ja, ich spüre es nicht. Weil man macht dann wie, also man geht hier rein und kommt dann auf einen anderen Stock raus. Ist ja dann verkehrt. Also, ich habe wirklich... Ja, vor allem, wenn es noch gleich aussieht. Ja, und es ist dunkel, es hat keine Fenster, es ist zu. Also von dem her bin ich in dem Gang und denke immer, muss ich jetzt links oder rechts, so jedes Mal. Ach du Scheiße. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Hey, also, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe gemerkt, ich habe sehr spät angefangen Auto fahren. Ich glaube mit 27 oder so habe ich Briefe gemacht. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, zum Beispiel in Zürich habe ich ab dem Moment, wo ich Auto gefahren bin, habe ich geografisch Zürich mal so ein bisschen davon begriffen. Yeah. Weil du halt sonst oft wirklich in einem Tram hockst, du weißt, es ist auf die Nummer bis dort an. Aber du hast ich kann nie können zusammenkriegen, wieso bin ich jetzt auf einmal nur 30 Meter von diesem Ort entfernt, obwohl ich dort gesehen bin. Also weißt, ja, und dann noch Limmat und Ziel und Und dort hat es mir ein bisschen geholfen. Okay. Aber eben an irgendeinem Auftrittsort. Nein. Da denke ich auch immer, also auch ohne Auto, einfach Google Maps, das einfach irgendwie, wenn du irgendwie mit dem Zug gehst und du läufst dann noch. Also ich habe es auch hier hingebraucht. Und im Bus bin ich dann ein bisschen verloren gewesen. Wo ist jetzt der Lift? Wo? So. Aber du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Du hast es geschafft. Ich war auch genug früher da gewesen. Nein, wirklich unten wieder im Haus. Und ich denke, also ich bin ja zuerst, als ich ausgestiegen bin beim Gladbach, bin ich zuerst dort in die Migros rein und denke, wo ist das? Bis ich nochmal nachgeschaut habe, aha, Thurgaustrasse 117, wieso steht denn da Gladbach? Aha, das ist damals, also ich bin wirklich zuerst dort rumgelaufen und in die Migros rein und denke, da gut, dann ist gestanden im zweiten Stock Fitness. Das kann doch nicht sein. Gut, obwohl du hast andere Sachen. So entfernt es nicht. Aber ich habe es dann doch geschafft. hast du früher im Auto auch
Co-Pilotin sein mit der Karte? Nie. Ah, okay. Nein. Bei mir ist eh so gesehen, also, weil wirklich, mir wird es im Auto immer schlecht. Mhm. Und früher, also auch, als wir ganz früh mit der Familie weg sind, ist immer so gesehen, ich habe zwei Schwestern noch, die haben müssen so im Bänkchen vorne sitzen und ich bin hinten durch und habe einfach geschlafen. Ich musste schlafen, sonst habe ich müssen brechen. Ja. Und das hat funktioniert? Ja. Einfach rein schlafen. Gut, ich überlege noch an Lösungen für die Kinder von meiner Freundin. Wieso sind sie auch? Ja, ja, das eine Kind ist jetzt langsam besser, beim anderen. Ja. Und vor allem das Schlimme ist ja, weißt, wenn man es schon weiß, dann fährt es ja schon eine halbe Stunde vorher. Ja, klar. Und also ich bin ins Auto mit einem Sack. Ja. Sie haben mir den Sack gegeben. Ja. Und dann habe ich aber eben herausgefunden, dass einfach, wenn ich anliege. Ja. Aber das hast du dort noch können. Weißt du, heute bist du ja im Kindersitz im Wagen geschnallt. Das sind wir noch nicht gesehen. Ja. Wir haben ja sogar auf der Ablagefläche. Dort, wo denke ich, also früher hat es ja so bei den Autos so Ablagefläche gegeben, wo du hast einen Regenschirm und so Zeug. Die Hutablage. Genau, die Hutablage. Ja. Dort hat meine jüngste Schwester geschlafen, ich in der Mitte und so. Ja, also. Also ich hätte einen größeren Kofferraum, vielleicht ist das die Lösung. Ah ja, vielleicht, ja. Nein, aber wirklich schlafen. Einfach, also für mich ist das heute noch, also wenn ich merke, sieht man schlecht, muss ich einfach schnell zack, mehr schlafen. Mhm. Ja, dann ist gut. Aber wenn du selber fährst, nicht? Eben, auf Arosa rauf wird es mir auch schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hm. Ich werde es das Jahr erfahren. Gut. Ah, spielst du? Yes! Super. Zum ersten Mal. Toll. Und abgefahren bin ich mal. Ich bin mal mit dem Zug mitgefahren. Irgendwie bis Land gewartet oder so. Ja. Das stelle ich mir rassig vor. Das war auch rassig gesehen. Aber ich finde, der Rab ist eh einfacher. Ja, wobei, ich bin dann dort eher so Typen rausfahren, die Leute vorbeigehen. Es regt mich auf, wenn sie hinten drücken. Das macht mich ganz. Vielleicht bist du auf die Seite gefahren. Ja, vielleicht bin ich auf die Seite gefahren, weil er immer Liegtyp. Nein, weil wenn ich zu schnell fahre, eben, es wird, ich tue dann ein bisschen, ja, gut. Ja. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktuelles Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josa Brizza und Teddy Hall. Also könnt schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Gut. Sehr gut. Können wir zu Feel Good 3? Feel Good 3, was habe ich dort gehabt? Das ist jetzt... Oder eigentlich das zweite. Mein zweite. Haben wir ja noch nicht gehabt. Ja, gut. Also was ich habe, aber das ist ein bisschen, über das haben wir ja schon geredet, einfach Theater auf, hinter, vor der Bühne, also einfach Theater im Allgemeinen. Ja. Yeah. Also auch als Zuschauerin. Also ich bin gern im Theatersaal einfach. Es ist ein Ort, der mich fasziniert. Da können wir aber schon ein bisschen drüber reden. Ja. Also, ich finde auch, es hat etwas wahnsinnig Magisches. Mhm. Mhm. Automatisch. Mhm. Und es fühlt sich auch an wie mittlerweile ein Relikt von nicht ganz unserer Zeit. Mhm. Was es irgendwie umso spezieller macht. Ja, und ich glaube auch etwas, das noch lang wird bestehen bleiben. Mhm. Vor allem jetzt in dieser ganzen Zeit, wo wir hier über KI und alles reden. Und wo ich das Gefühl habe, so gerade Kleidtheater, das wird je länger, je mehr die Leute wieder mitnehmen und begeistern. Weil du einfach wieder mal auf der Bühne einen Mensch siehst, einen Mensch, der schwitzt, wo etwas von sich preisgibt, der voll brennt für etwas, wo eine Geschichte erzählt, wo in dem Moment das macht, was du siehst, und es ist echt. Mhm. Und ich glaube, dass man wie, also dass das irgendwie nochmal das Kleid hat oder nochmal wieder Blütezeit hat. Ich habe das Gefühl, sie ist schon ein bisschen am Anblühen. Ja. Habe ich schon das Gefühl. Mhm. Also eben gerade nach den letzten Jahren. Es ist länger gegangen, als man denkt. Genau, das Corona hat ja ein richtiges Loch gegeben. Es ist und nicht gesehen, jetzt ist wieder voll, aber ich habe das Gefühl, es ist dafür jetzt umso mehr. Ja. Und was du gerade gesagt hast, die eben so jemand wirklich zu spüren, sozusagen, muss ich jetzt einfach gerade schnell erzählen. Ich habe meinen letzten Auftritt gehabt für zwei Monate vor knapp einer Woche, noch nicht mal, im Zeltainer.
Ach, oh, schön. Ja, super. Sehr also, schön. Geiler Raum. Ja. Und er hat einen neuen Standort. Genau. Und ich spiele dort und ich habe noch gesagt, und Martin habe ich gesagt, hey, das ist mein Letzter. Und er so, ja, viele haben den Letzten, weil er hat ja quasi Sommersaison genau, mit seinem Zelt. Ja, ja. Und alle sagen, oh, es ist und alle sind ja, so ja. am Saisonende, oder? Ja, ja. Und ich habe gesagt, und heute gebe ich nochmal alles, weißt, so mhm. richtig raushauen. Mhm. Und hat wenig Leute gehabt. Und ich habe wirklich, trotzdem eben, ich habe gefunden, Vollgas. Und dann kommt nach der Show, kommt so ein kleiner Herr, sage ich jetzt mal, mhm. wo wirklich so vom Aussehen her würde ich sagen, weiß auch nicht, irgendwie Handarbeitslehrer oder so. Ja. Weißt du, so ein bisschen mhm. so fette, helle Strick. Ah oh ja, so der Werklehrer, wo genau. man Holz und irgendwie irgendwelche Sandalen mhm. und so, oder? Und hat weiße Haare gehabt, so ein bisschen Bartli. Und zuerst habe ich gedacht, er kritisiert mich irgendwie. Er hat irgendwie gesagt, wo du dort das und das gesagt hast, dort habe ich dich auch verspüre. Oder irgendwie so. Aha, weißt? Und ich habe gesagt, was kannst du jetzt mit so einem... Ja, hey! Hey! Du redest mit dem Schwein. Und ich so, wie meinst du das jetzt? Und da haben wir so ein bisschen auch verschwätzen. Und da habe ich gemerkt, er hat noch nie Stand-Up-Comedy gesehen. Ja, ah, oh, okay. Ja. Und er hat irgendwie gesagt, ja, aber irgendwie hat er eben dann auch gemerkt, dass das bist du auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Ziel von Stand-Up. Es ist wirklich so, es ist ein grosser Teil von sich. Mhm. Und das Ziel von Stand-Up ist, dass man zu den Leuten kommuniziert und nicht mhm. irgendwie etwas performt, mhm. dass es nicht performativ ist, sondern mhm. wirklich mit den Leuten kommunizieren. Oder? Manchmal klingt es besser, manchmal klingt es weniger, bla. Und dann hat er wirklich so, doch, das ist ja richtig... gespürt, er hat wirklich gemerkt, er sieht mich so, oder? Mm-hmm. Und das hat ihn dann auch emotional gemacht. Oh, ist das schön. Der hat Tränen gekriegt und oh dann habe ich Tränen gekriegt. Oh nein. Doch, das ist wirklich ganz schlimm. Oh, ist das schön. So, oder? Und das ist wirklich so mein letzter Auftritt gewesen. Sehr schön. Und auf der Heimfahrt habe ich Charlie angerufen und als ich es erzählt habe, habe ich es richtig geflint. Weißt du, vielleicht ist es, weil es genau das ist, wo eben wie das Ziel ist. Das suchen wir eigentlich. Genau. Dass man sich gegenseitig irgendwie beriert. Und das habe ich mir dann gesagt. Ich habe gesagt, mit dem Programm jetzt ist auch so ein bisschen das Feedback gesehen von Leuten, die schauen. Ist das Ziel wirklich gesehen, so noch wie möglich bei mir zu sein? Ja. Und das ist eigentlich immer das Ziel. Aber du brauchst halt ein paar Jahre. Ja. Bis du deine Essenz, sag ich jetzt mal, und auch nicht immer, aber bis du es schaffst, die wenigstens stückweise auf die Bühne zu kriegen. Mhm. Weil zuerst hat man, ja irgendwie hat man das Gefühl, ah, ich bin eher so. Ja, ja. Bis man merkt, nein, so bin ich ja eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht etwas, was ich gerne wäre, aber das bin ich nicht. Und so weiter, oder? Aber zurück zum Theater. Das ist schön. Das ist sehr schön, wow. Ja. Wow. Ja, das hat mich wirklich gesehen, mich mega berührt. Ja. Drum, das sind die magischen Momente, oder? Mhm. Also wegen dem macht man es ja auch. Und das ist ja eigentlich so das Verrückte. Wir machen ja eigentlich Theater oder eben Stand-up oder wie du es auch nennst, einfach die Bühnenkunst. Eigentlich nur mit dem Ziel, dass der, ich sage immer, der rosa-rote Ball, dass der Ball entsteht. Das Magische. Und dann macht es Pack, das ist weg. Und selber geht man heim mit so einem Gefühl, man hat das Gefühl gehabt und die Zuschauer auch, aber der Moment ist ding, weg und er kommt nie mehr so. Ja. Und ja, darum, es ist auch wahnsinnig etwas Vergängliches, was ich amigs schade finde, wo ich amigs sage, oh, Filmschauspieler, die haben dann ihren Film und können sagen, Glück, das ist mein Film. Weißt du, und bei uns ist es eigentlich nur der Moment. Aber ich finde, der Moment, wenn man den erreicht, ist so magisch für beide, für die Zuschauer und für einen auf der Bühne. Und das ist, glaube ich, unbezahlbar. Das glaube ich auch. Das Ding. Und schön. Aus ich sage jetzt bescheidener Erfahrung mit Film oder TV, Schauspiel, es ist nicht so geil, dass das dann für immer dass das dann für immer so ist, wie es dort gesehen ist. Ja. Weil mit jedem Jahr später denkst du, das war wahrscheinlich heute ein bisschen anders. Ja, und im Film schaffst du auch extrem technisch, also nicht hast du irgendwo eine Szene und dann wird es zusammengepasst. Und hast du nie das Gefühl von dieser Verbindung? Dann hast du die Zuschauer auch nicht da. Du musst mit der Kamera, Klar würde jetzt ein Filmschauspieler sagen, ja, ich habe mit der Kamera das Gefühl und wenn ich es wirklich auf einen Punkt kriege.
Kann schon auch sein. Dass du hast eher trotzdem, was mich immer gestresst hat, ist, du spielst dann zwar mit jemandem und vielleicht hast du dann mal bis 10 X hast die Verbindung und dann machst du aber noch 7 Takes von dem. Genau. Mindestens. Und, irgendwann bist nur du close und du hast irgendwie das Gefühl, also ich bin zu wenig gut für das natürlich. Nee. Andere können es wahrscheinlich immer wieder reproduzieren. Zurückholen. Und dann denke ich so, aber in der Totale, dort habe ich meine beste Leistung abgerufen. Dort habe ich es irgendwie auch gespürt. Und dann nachher bist du aber irgendwie close. Das heisst, dort ist eigentlich deine Leistung die wichtigste. Ja, ja, ja. Und dann hast du vielleicht ein Gegenüber, wo halt so oft mehr so, ja, was sagst du jetzt da dazu? Weißt du, wo dann halt auch, je nachdem, wie viel die Person dir wieder gibt. Ja, das stimmt. Es sind so viele Faktoren. Ja. Und schön auf der Bühne ist wirklich, wie du das sagst, der Ballon. Das, ja. Es entsteht etwas Einzigartiges, Einmaliges. Es wird es nie mehr geben. Ja. Und so Moment heutzutage noch nicht mehr können haben, sind mega wertvoll. Ja, und man ist auch nicht die unberührbare Figur, sondern wenn es wirklich flutscht, dann ist man eins mit dem Publikum und es ist so wie ein Hin und Her, so ein Miteinander eine Geschichte durchleben, einen Moment durchleben. Ja. Mega. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und du gehst aber auch gerne ins Theater, wenn du nicht selber auf der Bühne stehst. Genau, ich gehe auch sehr gerne Sachen schauen. Yeah. Auch eben Kolleginnen und Kollegen gehe ich sehr gerne schauen. Finde ich immer wieder faszinierend. Yeah. Vielleicht eben auch, weil wir wissen ja, was das braucht, was für Prozess, bis man wieder ein neues Programm hat oder irgendwie wieder eine neue Form findet oder dem näher kommt, wo man eigentlich sucht. Und wenn ich das bei Kolleginnen oder Kollegen sehe, berührt mich das extrem. Und ich schaue das einfach so gerne an. Yeah. Finde ich etwas Wunderschönes. Eben, ich bin ja die schauen, es hat mir so gefallen. Und es hat mich auch so... Hat mir sehr geehrt, dass du schauen musst. Ja, es hat mich auch so beglückt, einfach den Weg, den du gemacht hast, weil ich ja schon verschiedene Programme oder Momente gesehen habe. Von, das hat mich so schön gesehen. Und dann auch Teil sein vom Publikum, eben mit... Oder, wir sind ja mit dir gesehen und wie das funktioniert hat, ist super gesehen, super schön. Und ein grosser Teil macht dann halt eben auch noch die Räumlichkeit aus. Genau. Das ist so. Ja, das ist so. Ja. Ich merke zum Beispiel, wie es gewisse Theater gibt, wo ich lieber im Publikum sitze, als auf der Bühne bin. Ah, okay. Und andere, wo ich so finde, das ist im Publikum jetzt okay, aber von der Bühne aus, boah. Weißt? Ja. Also Weli zum Beispiel jetzt ist für dich so ein Theater, wo du lieber im Publikum sitzt, ist als Stadt 1, oder? Ja, aber marginal, das Casino-Theater. Ah, okay. Ich finde es zum Dinnenhocken, finde ich es ein grossartiger Raum. Ja. Zum Spielen finde ich es ein bisschen mehr als okay Raum. Ah, lustig, ja. Aber also nicht negativ gemeint. Ja, ich weiß, was so, du, es gibt andere Räume, wo ich mehr spüre. Mhm. Ich habe das Gefühl, für mich als Performer, obwohl man eben nicht soll performen, aber für mich auf der Bühne habe ich das Gefühl, die Bühne ist ein bisschen hoch und irgendwie der Abstand vom Balkon zu unten ist ein bisschen zu weit. Ja. Also weißt du, so Detail. Ich spüre nicht, wie ich da nehmen kann, ahnen. Nicht dann immer ahnen spielen. Ja, und auch, es ist, glaube ich, wirklich ein Theater, das muss voll sein. Yeah. Ja, gut, das kann natürlich auch ein Problem sein. Ja, nein, weißt du, ich merke so, es gibt ja, weil es halt ein relativ grosses Theater ist. Yeah. Und es gibt ja Kleintheater, wo zum Beispiel das Taburettli, oder wenn das nicht voll ist, hast du trotzdem eine schöne Stimmung und die Leute nach und es gibt gleich so einen Hexenkessel. Yeah. Das ist im Casino-Theater nicht. Also wenn du dort nicht voll hast, sondern nur auf irgendein Drittel oder so, dann ist es wirklich, verliert sich's. Yeah. Ja, es ist ein grosser Raum. Ja, ist ein grosser Raum aber zum Spielen. Dort den Hocken finde ich traumhaft. Mhm. Ja, ist super. Mega wirklich. Schön. Mega schön. Mit den Säulen und es hat immer eine Wirkung. Ja, es hat immer eine Wirkung, was dort passiert, oder? Und zum Beispiel das Taburettli, dort hocke ich gern, aber dort finde ich es auf der Bühne viel geil. Ja, es ist, man hat die Leute richtig nach. Ja, es ist super. Mega schön. Drum, ja. Das finde ich noch spannend. Ja, das stimmt. Ja. Oder dann gibt es natürlich, wenn man auf Tour geht, einfach in all diesen Kulturvereinen, da, wenn man in einer Turnhalle spielt und so, manchmal kommt man wirklich in den Raum rein und denkt schon so, oh, oh la la. Was hast denn du so für so Lieblingstheater,
oder Ortschaften, egal jetzt, ob zum Spielen oder zum Schauen. Also ich habe schon halt all die Kleintheater, Luzern, Kleintheater, das La Capella Bern, finde ich mega schön. Eben dann das Casino-Theater, in St. Gallen Kellerbühne, halt auch alle die kleinen Theater, die wirklich auch Theater sind und nicht eben irgendwie der Mehrzweckraum oder die Aula von einer Schule. Wo obwohl es ja nicht viel gibt davor, ja, die Kleintheater. Kleintheater gibt es nicht mehr. Ja, genau. Und eben, je nachdem verschwinden noch mehr. Also, man munkelt, also, ja. Genau, und das fände ich eben schön, wenn man auch, also ich denke jetzt auch so, die Kulturvereine auf dem Land, da gibt es ja zum Teil auch schöne Orte, aber man sieht einfach, es ist kein Geld rum, also hat es schlechte Technik drin und so. Und dann denke ich mir so, wenn nur gemeint, mehr der Kleinkunst würde Achtung schenken und vielleicht ein bisschen mehr unterstützen. Dann könnte auch ein kleiner Kulturort, der jetzt vielleicht wirklich eine Aula hat, die jetzt nicht optimal ist, aber wenn nur schon einfach ein bisschen besseres Licht drin wäre oder hinter einem schwarzen Vorhang, hat es schon so viel mehr Charme von einem Kleintheater. Absolut. Wo sehr schön wäre. Ja, und das Komische ist, in der Schweiz weiss man ja, das Geld ist definitiv genug rum dafür. Ja. Es ist jetzt auch im Kulturbereich, habe ich das Gefühl, es ist zum Teil sehr, sehr komisch verteilt. Das hat wirklich auch zum Teil irgendeine kleine Gemeinde viel zu viel Budget hat für die drei Vorstellungen, die sie im Jahr haben, nicht mehr machen, als irgendein anderes, eben tolles Kleintheater, wo wirklich noch ein ganzer Betrieb dahinter ist, wo jemand eigentlich rund um die Uhr übertrieben, aber viel, viel, viel Zeit und Aufwand und Energie drin steckt, für das es knapp nicht aufgeht. So, weißt du, und dort eigentlich dann irgendwie schon nur halt, weil es ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, es ist von Kanton zu Kanton verschieden, dass man dort halt irgendwie mal eine Regelung würde ankriegen, wo man sagt, aufgrund von wie viele Vorstellungen und potenzielle Leute, die es schauen können, es irgendeinen Schlüssel gibt oder so. Aber klar, wenn bei irgendeiner Gemeinde Kultur keine Priorität hat, dann ist es halt oder Priorität überhaupt nicht stattfindet, dann wäre ihnen das auch egal, dass sie nachher etwas würden kriegen. Also weißt du, was ich meine? Ja, und herum ist es faszinierend, dass fast jede Gemeinde einen Kulturverein hat. Trotzdem. Also eben, manchmal haben sie halt einfach den Kulturverein, weil man einen haben muss und das merkt man dann auch. Dann kommt man und dann haben sie in der Pause ganze Plastikbecher mit irgend Wasser drin. Also so. Ja, und dann gibt es die Kulturvereine, die wirklich Kulturverein sein wollen, weil sie sagen, das ist für unsere Gemeinde ist das ein wichtiger Bestandteil von der Bildung und vom gemeinschaftlichen Zusammenleben. Du siehst ja ein bisschen am Programm, wo du dann im Jahr so kannst anschauen kannst, oder? Mhm. Ich meine, im jetzigen habe ich den Witz über... mit der Papiersache. Das ist sehr lustig. Du hast Eventkalender, dann hat Gustav, da heißt es Solo-Programm Schule von Mutzenberger. Stimmt. Und am nächsten Tag Papierabfuhr. Also das halt oft, je nachdem siehst du so, was eben die Prioritäten sind, oder? Und ich meine, der kommt ja nicht von nichts, der Joke. Also ist ja schon, weil... Es ist ja so. Oder ich habe schon so Aufführungen gehabt, wo ich dann auch denke, da kommen wir an, also mein Techniker und ich, also wir haben auch so Codewort, wenn wir in ein Theater reinkommen, wenn wir uns nur ein Wort sagen oder einen Blick, und dann wissen wir, wie wir das Theater oder den Ort einstufen. Also sag es jetzt nicht. Nein, ich sag's nicht. Schwell. Das ist ein richtiges Schoel. Schoel. Nein, und es hat effektiv, wir haben also schon einen Ort gehabt, da bin ich auf der Bühne. Letzter Satz, Applaus. Gang vor der Bühne, weil ich vielleicht denke, vielleicht komme ich noch mal. Yeah. Und dann merke ich aber, nein, sie haben das Licht schon angemacht. Dann gehe ich schnell in die Garderobe, einfach mich schnell umziehen. Ich tue den ersten Heiduschen, weil ich muss ja noch den Abbau und alles machen. Also tue ich mich nur schnell umziehen, komme führen und schon alle Stühle sind weggekommen. Das Neonlicht da, sie sind schon mit dem Besen unterwegs. Wo du wirklich merkst, aha, okay, sie haben jetzt ihre Arbeit gemacht, du hast fertig gespielt, rum zusammen und gang. Noch besser sind die, wo hast du dann Fall auch, wenn du mit Techniker reist, sind so die Räume, wo irgendein Haus wacht, ähnliche Person am 4:30 schon eine halbe Stunde lang dort ist und findet, klar. Da ist der Scheiß.
Also ja. Bitte, jetzt wirklich, ich muss gehen. Also weißt, ich habe... Ja, das haben wir ab und zu. Ich habe den Grill eigentlich schon anschmeißen. Genau. Und, ja, wir haben und sie haben dann auch keine Ahnung, das ist ja das Geile. Ja, ja, so, keine Ahnung. Ich bräuchte da und den Anschluss. Ja, das machen wir nie so. Ja, musst du herausfinden, wo der ist. Ja, weißt, wirklich, das so. Ja, ja. Oder eben, das haben wir noch nie so gemacht. Wir machen das immer anders. Ja, ja. Ja, ich merke es bei mir auch ein bisschen, weil ich relativ viel Bühnenmaterial habe und wir kommen immer um 1:30 wir vor Ort. Das heisst, wir brauchen um 1:30 jemanden, der aufschliessen kann und auch noch kurz hilft. Sprich, uns sagt, wo die Lampen sind, schnell das Lichtpult erklären, weil es sind ja immer andere Mischpult, Lichtpult. Und dann muss ich aber hure schnell das Gartenblöd essen, du. Ja, genau. Yeah. Genau, da gibt es so. Aber eben, was man auch sagen muss, es gibt ganz viele Orte, wo so viel Liebe da ist und Leidenschaft, wo ja schon also so schön ist. Also das gibt es auch, muss man schon auch sagen. Also, ja. Eben, einfach immer wie weniger. Das ist ein bisschen. Ja. Also, höre ich halt auch immer. Ja, ja. Irgendwie von Leuten, die vor 40 Jahren auftreten sind, hat man halt irgendwie gefühlt 200 Kleintheater in der Schweiz. Ja. Und eben, das tut sich dann halt alles umverteilen. Ja, klar. Und ja, so oft brauchen wir es ja nicht. Das heisst, eben für die paar Sachen hier im Jahr, dann können wir einfach den Vorhang ziehen, oder? Ja, ja, und vor allem jetzt, wo viele von diesen Sälen auch altersbedingt müssen aufgerüstet werden. Ja. Und wo sie dann einfach sehen, aha, da eine neue Licht- und Tonanlage, das übersteigt das Budget so bei weitem. Oder? Dann müssen wir denn das noch? Oder was ich auch geil finde, ist, wenn sie dann komplett in die andere Richtung gehen und dann wird es ein riesen Klotz angestellt mit 5 Räumen und sie sagen, wie viele Einwohner haben die? 3.500? Ja, das ist für die kleineren Events, das ist für mittelgroße und so. Und dann funktioniert aber gleich nicht. Ja. Oder sie haben dann alles so Touchscreen und niemand kommt raus, wie tut man jetzt das Licht schalten? Und nein, ja. Das ist so geil gesehen. Da ist Bühnenlicht, das, was auf die Bühne hat müssen scheinen, hat ins Publikum geschehen. Und sie haben es nicht können verändern. Sie haben gesagt, das ist jetzt halt so. Ist so, mit dem Schleben. Haben wir immer schon so gemacht. Leute gehabt, so ausgeleuchtet wie wir jetzt. Aber noch ein bisschen hellere Haare. Weißt? Ja, 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 ja. Dass es so richtig zurückreflektiert hat. Ah, das nimmt mich eh Wunder. Jetzt altersmässig hast du auch älteres Publikum? Du, wo ja jünger, viel jünger. Eben, also, bisschen je nach Location. Ja. Also wenn ich natürlich eben in die Institutionen gehe, da kommt auch älteres Publikum. Ist das effektiv bei dir auch so? Dort kommt auch älteres Publikum. Sonst wäre wahrscheinlich die Bude nicht voll. Eben, wäre leer. Also die, nein, nicht leer. Oder nicht leer, aber einfach. Nicht leer, aber grundsätzlich, bei mir ist so, mein Alter plus minus 10 Jahre ist so der Kern. Ja. Gut, du bist ja an die Premiere gekommen. Ja, ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich sein, abgesehen von Comedians, nicht wirklich jemanden eingeladen. Ja, okay. Also die Leute, die du kennt hast, das sind die anderen eingeladen. Okay, und die anderen. Und ja, das ist gemischt. Und der Rest gemischt. Ist so. Okay, super. Ja. Und ich finde es, also, Basel ist natürlich wie so das Extrem vor allem. Ist, ja. Aber es ist jetzt wirklich auch in den letzten 3-4 Jahren, seit Covid und so, mit so ein bisschen seit Social Media und all dem Zeugs, ist es nochmal ein bisschen jünger geworden. Okay. Also jetzt sind auch viele Leute gekommen, wo sagen, sie sind zum ersten Mal an einer Comedy-Show. Okay. Wo halt wirklich das jetzt wie entdecken, oder? Also das heisst, über Social Media holst du auch Junge ins Theater, die sonst vielleicht sogar nicht einmal in einem Theater gesehen sind. Genau. Noch nie. Wo vielleicht dann niemand kommen. Also eine Show mit dem Frank hat er schon gesagt, von welchem TikTok-Video sind ihr da? Ja. Und du hast gemerkt, sie sind völlig überfordert mit der Situation, wie sie das einfach, die ganze Situation, eben was wir so lieben, dass man in einem Theater hockt, oder? Die sind so gesehen, oh nein, der redet jetzt irgendwie 1,5 Stunden. Ja, und so, ich sitze dort einfach am Tisch und darf mich nicht bewegen. Ja, also, und irgendwie, ich kann nicht weitergehen, weißt du? Also, es klingt jetzt so blöd, es klingt jetzt ein bisschen boomerig, aber du hast gemerkt, die haben keinen Spaß. Die haben ein Video toll gefunden und mit dem hat es sich auch. Also, weißt du, es ist so, das hörst du auch noch oft von eben so TikTok-Bands, gibt es ja auch, die eigentlich einen Hit haben. Ja, ja, die. Und dann weißt du jetzt nicht, was ist schlimmer? Ist, dass sie nur einen Hit haben oder dass die Leute nur den Hit sehen? Oder weißt du, es ist so,
geht jetzt ein bisschen in beide Richtungen. Ja. Und ich weiß nicht, für was sie mir sind schauen oder was sie sich erhofft haben. Und aber, ich weiß nicht, ob sie wiederkommen. Ja. Aber dort ist dann vielleicht effektiv, dass sie einfach noch sehr jung sind. Und dass sich das mit der Zeit wahrscheinlich schon hoffen muss. Ja. Hoffentlich, ja. Aber vielleicht ist dort auch, was ich mache, ist dann vielleicht zu wenig. Ja, ja, gerade auf den Moment. Es ist schon, für die Leute zum Abholen, es ist zu tiefgründig eigentlich schon. Also, weißt du, irgendwo schon. Würde ich jetzt vielleicht nicht mal sagen, aber irgendwie auf so eine Situation hat es vielleicht, weiß ich nicht, hat vielleicht eine andere Location, hat mehr geholfen. Das kannst du mir nicht sagen. Ja, ja, okay. So, aber hey, es ist wirklich, es ist sehr location-abhängig. Ja. Wirklich wahnsinnig abhängig. Ich meine, ich habe zum Teil am gleichen Ort können spielen, im Theater XY. Ja. Und dann habe ich 3 Jahre später am gleichen Ort im anderen Theater können spielen. Und du merkst, ah, das ist auch ein anderes Publikum. Hm. Ja, ja. Also, okay. Es ist recht, recht unterschiedlich. Mhm. Und wirklich halt, wo man hingeht. Ich habe nicht so viel die Kultur, Tempeli, was weiß ich. Ja, ja. Ich bin halt mehr, weil ich eben damals gesagt habe, ich passe dort nicht an und die Leute wollen mich nicht sehen. Ja, du bist mehr in den Clubs. Genau, quasi. Ja, haben wir dann mehr so Ort probiert aufzumachen. Oder? Ja. Aber das verändert sich halt konstant. Ja. Immer wenn du das Gefühl hast, da ist jetzt geil, bist du eigentlich froh, gibt es so eine Institution, die hoffentlich hält. Ja. Weil, meine, ein Club in Bern, grossartig. Gibt es nicht mehr. Aber wirklich? Ja, also weißt du, das ist dann aber auch anscheinend normal. Ja. Das geht im Schnitt geht das ein paar Jahre und dann kommt halt wieder etwas Neues drin und die haben überhaupt keinen Bock. Und auf der anderen Seite geht dann etwas auf. In Zug, toller Jazzclub, wo der Rob entdeckt hat und gesagt hat, das ist super für Comedy. Und die sind zum Glück offen dafür. Mhm. Dann machst du dort Comedy. Super. Also weißt du, aber du kannst halt nicht sagen, Tourplan X. Nein. Hefte mal an die Wand, in 2 Jahren wieder. Nein. Bist denn du auch schon an der Künstlerbörse gesehen mit deinem Programm? Das hat der Kilian eben auch schon gefragt. Oh, wirklich? Nein. Ja. Nein, bis jetzt noch nie. Und würdest du das wollen? Die Kurzversion ist, bis jetzt habe ich es nie wollen. Mhm. Ich fange es an überlegen und mache es wahrscheinlich. Ja, weil ich finde jetzt eben, das Programm, das du jetzt hast, das war ja durchaus jetzt für alle die Kulturbetriebe eben sehr lässig. Also, vielleicht? Ich habe das Gefühl, das würde schon funktionieren. Ja. Also ist jetzt eben, oder es gibt ja wirklich Programme, die in diesen Clubs laufen, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, das ist für die Clubs genau das Richtige. Aber wenn das jetzt in einem Kleintheater wäre, also Kleintheater nenne ich jetzt auch eben auf dem Land, die Kulturvereine, die zum Teil herzige Theater haben, wo ich denke, das würde dort wahrscheinlich vielleicht nicht so funktionieren. Ja. Ja, das habe ich beim Letzten gemerkt. Beim Letzten habe ich gemerkt, jetzt fährt es langsam an die Brücke. Ja. Also jetzt ist es langsam ich so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, du kannst beides. Yeah. Also, ja. Weil dort ist dann auch sehr offensichtlich gesehen, einer, der mal mich schauen ist, der gesagt hat, nie im Leben. So, wirklich? Yeah. Und der hat dann aber an dem Ort aufgehört und dann sind Junge gekommen. Und dann zack. Und die haben gesagt, den buchen wir. Ja. Und der ist dann so nett gesehen, dass er sich schauen ist. Und dann nachher auch in die Garderobe gekommen ist, um zu sagen, jetzt hat die es auch gebucht. Okay, also, weißt, super, was so, schön. Ja, was den Kreis geschlossen hat, wo du gefunden hast, okay. Ja. Aber ich meine, das, wo noch damals ist geschaut, kann ich auch irgendwie 20 Minuten auf einem Barhocker verschiedene Sexpositionen investiert. Also weißt du, es ist, es ist halt so. Ja, okay. Okay, weißt du, wie ich meine? Vielleicht nicht ganz ideal, ja. Hat er dann auch nochmal sehr detailliert erzählt und gesagt, er sei sehr schockiert. Aber hättest du noch gewusst, Positionen? Natürlich, das weiß ich nicht genau. Im Detail vielleicht nicht unbedingt, aber... Sehr schön. Zum Theater an sich zurückzukommen. Ja. Was gefällt dir jetzt der Abseits von auf der Bühne und vor der Bühne? Mhm. Gibt es so Orte, wo du so sagst, das ist ein mega toller Bereich hinter der Bühne, neben der Bühne? Ja, also jetzt einfach so, was ich eben auch toll finde, ist quasi Regie oder einfach also arbeiten mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Oder eben auch, ich habe es schon ein paar Mal jetzt gemacht mit Jugendlichen, finde ich eben schon auch noch lässig. Einfach so auch ein bisschen das Auge von außen sein. Mhm. Also sprich dann hinter der Bühne. Und das finde ich schon auch noch eine schöne Arbeit. Eigentlich andere
Leute dabei unterstützen, das zu machen. Und das Coole ist ja, wie man selber dann auch immer noch mal etwas lernt. Total. So wertvoll. Ja, super. Ja. Und dann finde ich aber auch Technik, finde ich auch mega spannend. Mhm. Also wenn ich amigs, ja, finde ich so, ja, ich darf jetzt wahrscheinlich am Samstag mache ich gerade Licht, macht Fabian Hadorn, spielt ihre Kaburum, unbedingt schauen, super toll. Mhm. Aha, ich weiß nicht, wann das kommt. Es wird gerade lange. Ah, es wird gerade lange. Ah gut, also am Samstag, am Freitag, was sage ich auch, am Freitag. Also heute. Ah ja, heute so oben. In der Roten Fabrik, unbedingt schauen. Yeah. Und ich darf jetzt dort Licht machen, finde ich auch lässig. Wirklich? Das finde ich etwas Lässiges, ja. Habe ich noch gern. Ich habe gern so Technik-Sachen. Also auch Gerätchen und so Zeug habe ich sehr, sehr gerne. Ja. Wie ist das entstanden? Ich weiß nicht, es fasziniert mich einfach. Ich glaube, das ist ein bisschen mein Spielgehen. Also das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo noch so ein Wohlfühlort ist für mich, so früher gesehen und aber auch heute noch Spielläden. Also zum Beispiel früher natürlich der Franz Karl Weber, der jetzt leider total schließt, aber einfach so Spielläden oder so Musikläden mit diesen Geräten und so. Ich finde das einfach wahnsinnig faszinierend, mega lässig. Also ich habe das extrem gern. Wie das entstanden ist, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, das ist mein Spiel... Fieber, ja. Und kannst eben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dann bist du irgendwie daheim und du musst irgendwie noch das machen, Text lernen, so, kannst du dann der Spieltrieb, kannst du einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal das Gerätli, das ich da mal per Zufall gekauft habe. Ja. Und danach kannst du einfach 4 Stunden mit dem verplempern. Ja. Ja? Ja. Aber das ist ja nicht schlecht. Ja, nein. Es schaut nur, es ist eben so. Also, ich habe mehrere so Gerätli daheim. Ja. Und es passiert mir eben oft, dass ich dann so ein bisschen recherche, was denn so für neue Geräte gibt. Und wenn du die YouTube-Filme schaust von diesen Geräten, die können das immer perfekt und sieht so einfach aus. Dann nehmen sie ein Gerät, oh yeah, then you push here and here, also it's going here. Und dann finde ich, wow, ist das lässig, wow. Und es kostet auch gar nicht viel. Und ah, das ist für Einstieg, für Anfang, zack, bestellen. Und so habe ich doch schon ein paar Geräte daheim. Und dann nehme ich es in die Hand. Und fange an und merke, ja, was, jetzt hat es sich vor so eine super Melodie gegeben, wo ist die jetzt, die Melodie? Und dann merke ich immer, es ist nicht so simpel. Ja. Das Sven hat das mal gehabt, ich war nicht. Wirklich? Da bin ich im Glaris, habe ich irgendeine Häusle gemietet, wo ich verleihen will, vielleicht ein bisschen kreativ sein, falls es geht. Ja. Ich habe nichts angekriegt, der ist super motiviert gekommen und hat irgendwie noch einen riesen Verstärker mitgenommen und eine Loop-Maschine. Oh, das habe ich auch. Die er aber noch nie in seinem Leben angelegt hat. Und dann ist wirklich so in dieser vollen Euphorie ist er so an und gesagt, yeah, wow, so cool, dass wir jetzt da sind in Glarus und solche Sachen. Und dann hat Willi da mal irgendwie... Und dann hat er wirklich so 3 Sekunden später ist so komplette Konsternierung gesehen. Also, okay, also warte jetzt, wie müssen wir... weißt du, das ist wirklich noch nicht frustriert, aber gerade so... Ja, ja. Okay, fuck, jetzt muss ich... Ja. So. Ja, ja. Und danach haben wir es zusammen so ein bisschen angeschaut und was weiß ich. Und danach hat es so langsam ein bisschen gekommen. Aber es ist, ja, dass es nicht so einfach ist, wie man sich es vorstellt. Genau, und dass ja das einstudiert ist. Also die in diesen YouTube-Filmen, die kriegen auch so ein Gerät und sind gesponsert von Korg oder was auch immer. Und die dann das Gerät wirklich studieren und die Sequenz, die sie dann nachher zeigen, ist einstudiert. Natürlich. Also, es ist nicht so, nein, es ist nicht so, dann druckst du da. Aber sie studieren das ein und dann wissen sie, jetzt habe ich genau 2 Minuten 50, um das Gerät zu machen. Hallo, das ist das neue Gerät. Du druckst da, dann kannst du da, dann kannst du da. Und bei ihnen sieht es super einfach aus. Und dann kaufst du das Gerät. Oder kauft die Korti das Gerät. Ja, und ich habe eben zum Beispiel eine Loopstation. Ich habe so eine, die du mit der Hand kannst so loopen. Yeah. Und ja, ich habe so Ideen mit Geräuschen und Text und also nicht Musik, weil ich mache ja nicht wirklich Musik, also ich bin nicht Musikerin, aber wirklich Text und Geräuschen und so für Hörspiel habe ich so eine Idee gehabt, total motiviert, habe fast nicht können warten, das Päckchen ist gekommen und dann auch auspacken und dann was, wo, nein, eben, ja, aber ja, ich suche noch einen Lehrer oder eine Lehrerin, die mir das Gärtchen zeigt. aber das, was du brauchst für Giorgia Meloni. Voilà, ja. / mit Philipp Meloni, genau, Melodie, ja.
Ich meine, dort funktioniert ja alles top. Ja, das ist eben sehr, sehr einfach. Das habe ich auch ein bisschen geübt, aber das ist ziemlich einfach. Okay. Ich habe dann gemerkt, das gebe ich jetzt auch immer ein, wenn ich suche, einfaches Standalone-Gerät für AnfängerInnen. Einfach. Aber eben das einfach ist dann eben manchmal nicht so einfach. Also man muss wirklich Recherchen betreiben. Auch mit ChatGPT habe ich schon recht ganze Nachmittag lang. Also ich hätte lieber eine Nummer geschrieben, egal. Ja. Ich tue dann einen Nachmittag lang mit ChatGPT mich unterhalten, welches Gerät jetzt das einfachste wäre für jemanden, der keine Ahnung hat von Geräten. Weißt du, so, ja. Aber wenn du das Einfache gut dann verstehst, ja, dann ist es schon lässig. Gibt es denn nicht eine einfachere Progression zum nicht mehr ganz so einfachen? Doch, effektiv. Also ich bin jetzt schon ein Schritt weiter, das stimmt schon. Yeah. Also ja. Ja. Und jetzt eben für das neue Stück bin ich so ein bisschen am Pröbeln, jetzt schon. Also ich habe erst Premiere in einem Jahr, aber ich muss jetzt schon ein bisschen pröbeln, weil ja. Eben, dann denke ich, ich habe ja noch so viel Zeit. Nein, eben nicht. Und dann auf einmal. Ja. Aber eben, so das Gerätli-Zeug habe ich einfach noch gern. So irgendwie finde ich es so ein bisschen etwas Spielerisches in mir. Oder eben, ich habe ja auch auf der Bühne oftmals irgendwie ferngesteuerte Teile oder eine Kaffeemaschine, die reden kann, oder eine Pflanze, die rumfährt und so. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie. Welches würdest du sagen, ist dein liebste Gerätli? Instrument, Stück, Ding, wo du jemals gehabt hast, vielleicht brauchst du es gar nicht mehr, aber irgendwie, wo du gefunden hast, das in diesem Zusammenhang, das ist perfekt. Mein Lieblingsgrätli. Ja, also was ich recht lässig gefunden habe, ist eigentlich einfach der Blechkasten gewesen. Ich habe im Optimum einen Roboter auf der Bühne gehabt, der Tokashi 1.0, und der ist einfach noch lässig gewesen. Der hat mich wirklich, wenn ich auf einem Bürostuhl gesessen bin, der hat mich können umschieben auf der Bühne. Und konnte Wasser spritzen, explodieren, mir eine Rose geben. Und so. Also wirklich, der hatte so viele Tools gehabt. Und das war wirklich ein Spielpartner gewesen. Also ich glaube, ich hatte die Geräte auch immer auf der Bühne, weil ich allein auf der Bühne stand und eigentlich gar nicht allein auf der Bühne will stehen. Das sind eigentlich meine BühnenpartnerInnen. Ja, okay. Eigentlich. Und ich schon den Blechkasten, den hat es schon gegeben? Oder ist der so? Nein, den haben wir, ich habe den irgendwo gesehen, ist der verkauft worden. Ah, bei uns im Proberaum hat jemand den Kasten nicht wollen. Dann bin ich den anschauen. Dann zuerst ins Auto ausmessen, ob er Platz hat. Ich habe gesehen, oh, der hat Platz. Dann habe ich den gekauft. Das war so ein alter Blechkasten, ein verbeulter. Und dann habe ich den Valentin Altdorfer, der baut mir dann immer die Sachen. Dann habe ich ihm gesagt, was ich mir vorstelle. Dann haben wir zusammen den Roboter entwickelt. Wow. Ja, das ist sehr lässig, der Tokashi 1.0. Und eben, der liegt jetzt eigentlich einfach im Proberaum, weil er nicht mehr genutzt wird. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Mal schauen, vielleicht noch mal ausgraben. Ja, der braucht jetzt irgendwie jetzt eine, der muss jetzt so eine Art Statue werden, oder? Ja, ja. Oder Pflanzen, die jetzt ist ja Britta, die neue. Ja. Ja, die ist auch lustig, also die finde ich irgendwie auch cool. So. Also und mit ihr zu spielen ist noch lässig, ja. Und das funktioniert auch immer alles? Ja, also es hat immer ein bisschen Anfangsproblem, also sagen wir so, die ersten 20 Auftritte von einem neuen Programm muss nicht nur ich mehr einspielen, sondern auch die Geräte. Also mit dem Tokashi würde ich wirklich sagen, haben wir die ersten 20 Mal jedes Mal ein Problem gehabt. Wirklich? Jedes Mal. Also wir haben vor jeder Vorstellung irgendwie am Valentin müssen anrufen, Valentin, wir sind dort und dort, schaffst du es noch irgendwie? Also einmal hat Tokashi sogar verbrennen. Ja, ich habe irgendwie ich habe etwas Falsches zusammengesteckt. Der hat dran verbrennen. Ja, und das war irgendwie am Nachmittag um 4 Uhr und der Tokashi hat brennt. Und ohne den Tokashi die Show machen, wäre nicht möglich gewesen. Wir am Valentin an, Valentin! Und dann ist dann effektiv gekommen, hat er wieder zusammengebaut und der ist dann am 8 Uhr wieder gelaufen. Weil das ist das, wo mich so wahnsinnig würde stressen. Ich habe nichts beruhigender gefunden als Stand-up machen. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht mehr von irgendetwas oder irgendjemandem abhängig sein. Bist einfach du. Ja, das und in meinem ersten Programm habe ich sogar noch, das ist damals wirklich noch sehr schwierig gewesen, zum realisieren, habe ich mein Handy gespiegelt auf eine Leinwand. Jetzt kannst du ja auf Airplay machen und so. Aber damals habe ich irgendwie 3 Apps gebraucht, fünf verschiedene Prepaid-Nummern, wo dann, weißt du, mir immer in dem richtigen Moment, wo ein Kollege hinter gesessen ist, wo einfach mit zum Teil viel zu viel Verzögerung SMS geschickt. Jetzt könntest du einfach wie ein Video abspielen, wo du einmal gemacht hast. Ja, klar. Ist alles nicht so einfach gewesen. Und
dort ist aber einfach so gesehen, jo, wenn es nicht geht, ist ja scheißegal. Ja. Weißt, so. Ja, ja. Aber wenn das Programm wirklich von dem abhängig ist, habe ich das Gefühl, würde es mich irgendwie ein bisschen stressen. Ja, wobei ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe ja auch Videoeinspieler ziemlich viel oder eben Sachen, die ich mit dem Video spiele. Yeah. Und das funktioniert eigentlich immer. Ich habe noch nie ein Problem. Also es ist noch nie irgendwie so gewesen, dass wir die Show haben müssen unterbrechen und sagen, hey, es klappt nicht mehr. Ich weiß noch, das Casino-Theater hat doch einmal das Roboterstück gehabt. Das ist ganz schlimm. Ja, ja. Sehr bekannter Roboter. Wie heißt der? Pepper. Der Pepper. Den wollte ich zuerst. Weißt du, das war ja lustig. Ich hatte wirklich vorher Premiere von Optimum. Yeah. Und ich habe etwa ein Jahr lang mit dem Bruno, wie heißt er? Der Entwickler von Pepper habe ich Kontakt aufgenommen. Das Ding. Den habe ich wollen. Und ich habe den Entwickler kennengelernt, der wohnt in Paris. Der Bruno Maisonnier, glaube ich, oder wie hat er geheißen? Oh nein, jetzt bin ich nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr. Okay. Aber dann habe ich mit dem geschrieben und so. Und ihm eben gesagt, ja, ich möchte ein Stück machen, wo ich einen Roboter brauche. Und ich habe den Pepper gesehen, den hat man dann noch nicht können haben. Und habe gesagt, ja, ich hätte gerne den Roboter. Was denn der kann? Ich kann den Text mehrmals wiederholen. Mhm. Und kann er etwas in der gleichen Intensität wiederholen? Und so. Nein, der Bruno Maisonnier hat er, glaube ich, mir zugeschrieben, ja, im Vergleich zu mir können das immer fehlerfrei und so. Wirklich? Ja, und dann aber, dann haben wir es davon gehabt, dann habe ich gesagt, ja, aber wie ist es denn mit Applaus? Also wenn es jetzt Applaus gibt, ist er dann irritiert und so, dann hat er gesagt, ja, das ist schon noch schwierig. Also wir haben das alles besprochen und ja, und er hat aber mega Freude gehabt, dass ich mit dem etwas machen will, hat es dann aber nicht können haben, weil er hat dann gerade seine ganze Firma, die irgendein Chinesen oder Japaner, nein, der Chinesen verkauft und ja, dann habe ich von ihm das Gerät nicht mehr gekriegt. Alle Daten. Ja, nein, das ist halt so gesehen, der läuft natürlich nur, wenn du gewisse Apps gehabt hast. Und Swisscom oder irgendjemand hat die Apps noch nicht unterstützt. Ja. Das Casino-Theater ist nachher gekommen. Mhm. Also darum habe ich dann schlussendlich eben den Roboter selber gebaut. Yeah. Und wir sind im Endeffekt auch froh gewesen, weil mit unserem Roboter haben wir natürlich viel weniger Probleme gehabt. Wir haben nur mechanische Probleme am Anfang, aber softwaremässig. Wir haben mehr eingegeben, was er sagen muss. Und der Techniker spielt das ab. Quasi binär. Voilà. 1-0. Genau. Zack, zack. So. Yeah. Und von dem her haben wir nie Probleme gehabt und haben auch alles können machen. Und beim Pepper hast du immer müssen warten, wie reagiert er jetzt? Yeah. Und eben im Casino-Theater ist das genau das Problem gewesen, dass bei Applaus, dass er wie Einmal hat er, glaube ich, das ganze Set abgeräumt. Genau, einfach Harakiri-mäßig, auf den Kopf voran. Ja. Einfach nicht mehr gestoppt und gefunden, ich fahre jetzt in die Wand und die ganze Wandkraft zusammen. Ist mir egal. Ja, das ist für mich ein Wahnsinnsmoment, eine riesen Enttäuschung gewesen, weil ich bis so lange an dem gesehen und dass ich den nicht bekommen habe. Und dann ein halbes Jahr später vernehme ich das Casino-Theater, oder ein Jahr später ist es vielleicht gesehen, das Casino-Theater mit dem Pepper etwas macht, das ist für mich zuerst richtig so gesehen, nein, das habe ich so wollen. Und nach zwei Vorstellungen hast du gedacht, und dann, wo sie dann, und dort habe ich dann nach einem Jahr, wo habe ich gedacht, oh, zum Glück, vielen Dank, es ist irgendwie schon recht gelaufen. Sorry, sag noch. Aber dort habe ich extrem recherchiert und eben mit dem, er hat mich dann noch eingeladen auf Paris, ich soll doch den Roboter jetzt mal anschauen und so. Und dann hat es aber irgendwie nicht geklappt, eben, weil er dann auch gerade seine Firma verkauft hat. Es ist wichtig, dass man den Kontext weiss bei so einer Geschichte. Ja. Also, komm mal auf Paris, meinen Roboter anschauen. Komm mal zu mir. ich habe natürlich dann auch mit dem gespielt, weil er eine wahnsinnig schöne Stimme hatte. So, bonjour, Bruno, pardon. Mais oui, c'est très intéressant. Nein, und ich habe ihm dann auch so meine Ideen geschickt. Und er so, c'est très intéressant, c'est très rigolo, pourquoi pas, mais bien. Es war sehr schön. Nein, das hat man dann auch gemacht. Je peux imaginer que Pépère peut faire ça. Pépère. Ouais, je te donne mon Pépère. Hein. er hat dann eben auch etwas, wir haben dann auch so über Roboter geredet und eben, er hat dann auch gefunden, so, eben, für ihn sei es schon noch so lange, also er hat natürlich sein Produkt auch hochgelobt, weil ich habe dann auch gefragt, gibt es denn jetzt schon Roboter von China oder von so, die ich je nachdem könnte haben und so, und dann hat dann irgendwie auch gefunden, es ist halt schon, wenn du einen Roboter von Europa, oder solange Europäer einen Roboter schafft, findet er, ist es halt schon eben für die Menschheit einiges gesünder als also seine Worte, als wenn jetzt Chinesen von Roboter bauen, einfach weil wegen der ganzen ein bisschen andere Kontrolle. Et voilà. Ja. Darüber, was der Roboter kann. Genau. Und vor allem, aber was er will.
Nichtsdestotrotz, ich habe den nicht gekriegt, den Pepper, und habe dann ohne Pepper mit dem Takashi 1.0 arbeiten. Aber es ist geil, wenn es der 1.0 ist, dann weißt du, es ist, wenn er brennt hat, ist es recht gut gekommen. Takashi 1.0 ist super. Yeah. Okay, gibt es einen Grad, wo du sagst, das ist das Schlimmste ever? Wieso habe ich das überhaupt jemals gekauft? Baut mir zu da. Ja, da könnt ihr mal in meinem Kasten schauen. Es sind einige Geräte. Ich weiß nicht, es liegen einige Geräte rum, wo ich wirklich denke, nein. Also, ja. Also ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich müsste jetzt mal auf Ricardo irgend so ein bisschen Zeug verkaufen. Wirklich? Ja, wo ich wirklich merke, nein, komm, die will ich nie mehr brauchen, die Geräte. Also eins, wenn ich mal von Boss ganz am Anfang, also, und weißt du, dann gibt es so Geräte, wo ich weiss, also habe ich beim ersten Stück wollen einbauen, da habe ich es aufbewahrt, dann beim zweiten Stück ist auch nicht mehr, weißt du, so, und also habe so eine Loopstation gekauft, so von Boss, so, mit den zwei verpfiesst, das habe ich dann verschenkt, weil ich einfach merke, das will ich nie mehr einbauen. Es ist einfach, es ist auch für Musik, und ich bin keine Musikerin, und nein, also so Zeug habe ich dann schon. Okay, ja, ja. Okay. Gut. Ja, und ich möchte ja eigentlich auch eher weniger ist mehr. Das Ziel ist weniger Bühnenbild, obwohl ich dann recherchiere. Aber das Ziel war eigentlich schon weniger so Sachen dann auf der Bühne. Mehr so an der Essenz arbeiten. Herum, eben, jetzt habe ich wieder die Idee mit Hörspiel und so. Dort ist es natürlich lässig, so mit Krüschli und Zeug spielen. Mal schauen. Ja, logisch. Und vor allem, da kann man ja mega viel rausholen. Ja. 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 Gut, wie viel Feelgoods haben wir jetzt gemacht? Ich glaube erst drei. Also das Wandern haben wir ja auch dazu genommen. Ah ja, Wandern haben wir dazu genommen. Theater, Tom. Bilder habe ich noch. Bilder. Yeah. Ja. Ist jetzt gerade vielleicht auch aktuell, weil ich bin jetzt gerade an der Art gesehen. Ja. Yeah. Und dann habe ich schon wieder festgestellt, ja, Bilder sind einfach schon etwas, was mich einfach immer wieder berühren, faszinieren, Kunst. Wo ich schon merke, ja, also für mich, oder Geld verdienen, muss man Geld, also wie wichtig ist Geld verdienen, und ich merke immer, es gibt zwei Sachen, wo ich finde, ja, da möchte ich wirklich, da wäre ich jetzt gerne mega reich, also weißt du, so, wenn ich mir einfach noch könnte, wobei, du kannst ja mit wenig Geld gute Kunst kaufen, es hängt nicht vom Geld ab, aber einfach Kunst kaufen oder eben so fürs Wohnen, und Kunst finde ich schon etwas sehr Schönes. Schön wohnen. Mhm. Also das mache ich jetzt auch mit wenig. Also ja, ist mir etwas sehr Wichtiges. Yeah. Und auch Kunst in der Wohnung zu haben, finde ich etwas sehr Schönes. Und es gibt einfach so, ich habe es jetzt einfach an der Art gesehen, halt einfach so Künstler, wo ich weiss, die wären lässig, aber eben, wir haben dann so die Pünktchen mitgenommen und überall. Nein. Das ist so der Wunsch gewesen. Einfach, ja, das finde ich schon lässig, wenn man... Das Gemeine ist ja, wenn an der Art etwas siehst, selbst wenn es von jemand Unbekanntem ist, denkst du, wow, das war jetzt schon toll. Aber es ist nicht ein von den Namen, wo alle immer so... Ja, du musst es auch nicht sein, also überhaupt nicht. Genau. Ja, ja, ja. Und dann sagst du, wie viel ist das? Ja. Dann sage ich, 1,15'000 im Set 30. Ja. Und dann bist du halt einfach so... Pff. Ja, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, 5'000, 10'000, klar könnte ich, aber eben, wo du dann überlegst, aber eben, das Ding ist dann auch noch gesehen, ich habe dann die Bilder gesehen und gefunden, wow, also ich habe mich in ein paar Bilder verliebt und dann eben halt 10'000 und so. Und da habe ich aber auch gedacht, wenn ich es jetzt kaufe, wenn ich würde sagen, okay, das leiste ich mir jetzt wohl, dann finde ich, muss ich gleich daheim auch den Ort haben, wo es dann wirklich auch anpasst. Und dann finde ich auch, ja, jetzt einfach, und ich habe ja schon Bilder daheim. Also soll ich jetzt meine alten Bilder abhängen und was machst du denn mit diesen Bildern? Yeah, oder dann gehörst du zu diesen Sammlern, die dann irgendwo einen Keller haben, wo sie ihre Bilder gestapelt haben, das will ich auch nicht. Also. Aber ich finde einfach schöne Bilder, also ich muss es auch nicht haben, nicht besitzen, aber ich finde einfach Bilder anschauen, bildende Kunst, etwas wahnsinnig Schönes. Aber das Fiese ist natürlich schon, wenn du ein Bild siehst, wo dich so, wo dich so fest abholt, zu wissen, dass man das dann nicht mehr kann sehen. Es ist auch so ein bisschen herzzerrissend. So. Also meinst du, zu wissen, wenn du es kaufst, können es die anderen nicht sehen? Oder du kannst es nicht sehen? Nein, nicht völlig egoistisch, wenn ich es dann schon sehe. Es ist lustig, ich habe ein Bild, das ich schon länger einmal gesehen habe und unbedingt habe wollen kaufen. Es ist aber 27'000 Euro hat das gekostet. Da habe ich gedacht, ja, nicht gerade im Moment. Ich habe es dann einfach gefötelt und ich habe das irgendwie als mein Bildschirm schon auf dem Handy. Immerhin, ja. Ich freue mich immer, das zu sehen. Ja. Ja. Aber ja, ich habe 27'000 Euro, habe ich dann gerade nicht gehabt. So.
Verstande. Für ein Band. Nein, aber ich habe das mit einem Bild von einem Kollegen von mir gemacht. Hat. Weißt du, der hat wirklich mehr so, ja, ja. Du musst unterstützen, es nimmt ja Wunder. Weißt du, ich habe schon ein paar Sachen von ihm toll gefunden. Dann hat er ein Bild gehabt. Und wirklich, Janik, meine Freundin und ich, wirklich so nebeneinander bei so. Und dann ist es, ja, sehr schnell gegangen, dass ich wirklich oft gesagt habe. Keine Ahnung wie, aber ich muss das jetzt irgendwie haben. Ja. Also, ja. Und es ist daheim und er ist sogar geholfen auf. Ja, das ist schön. Aufhängen und er hat auch Freude, dass es irgendwie bei mir ist. Mhm. Und dann bist du so, okay. Mhm. Ja, ich habe ein paar Bilder von Menschen, die ich kenne. Und das finde ich schon schön. Ja, einfach, wenn man dann auch weiss, wer das aus, gemalt hat. Ja. Das finde ich eigentlich das Schönste sowieso. Mhm. Also, das ist so. Ja, ich habe zum Beispiel 3 Bilder von der Michelle, die hat mit mir die Dimitri-Schule gemacht. Und die habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Und immer, wenn ich die Bilder sehe, ist so einfach so schön. Einfach die Gemälde von ihr. Also sie hat zuerst ist sie Zeichnerin gewesen, also hat Kunstgewerbeschule gemacht in Genf, Moller, also ja, und ist dann erst später in die Theaterwelt. Und ja, ist einfach immer schön, die Bilder zu haben. Super. Und die hast jetzt an der Art hast du ein paar Bilder gesehen, die du gefunden hast, die waren auch noch. Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen. Ja. Oder eben ein Künstler, den ich so irgendwie einfach lässig finde, der Yoshitomo Nara, ein Japaner. Von dem hätte ich mega gerne, aber eben, das ist so ein, da kostet irgendein Bild, also halbe Million, also ja, eben, ja. Reden wir von der Größe. Aber ja, der fasziniert mich immer wieder. Kannst du mir etwas von dem zeigen? Yoshitomo Nara, ah ja, genau. Ah, ja, das habe ich ja schon gesehen. Gern. Wow. Zum Beispiel, oder Florian Bühler, der liebe ich heiß. Ein Zürcher eigentlich. Wie ist das denn so entstanden, die Liebe zu Bildern und Kunst? Ich glaube, das ist auch von daheim schon. Meine Eltern haben daheim auch viele Bilder. Wir sind auch viel an Ausstellungen gegangen, früher noch schon ins Museum und so. Also, ja. Was ist das? Das ist aus Dresden. Das ist nicht der. Bühler. Bühler. Also. Ja, flott. Oh Gott. So, Chemotherapie, Flo. Schema, ups. Bühler. Eigentlich so fotorealistisch, also modernes Stillleben. Mhm. Immer mit einer Prise Humor auch. Ich finde das spitze, das ist super. Ah, oh, krass. Ja, das ist grossartig. Ja, das ist super. Wow. Ja, ist so. Bist denn du so eine, die dann findet, wenn dir etwas gefällt, also gut, das eine ist als Hintergrundbild, aber so Prinz? Das finde ich irgendwie schade. Ja. Ja. Nein, ich finde dann, also weißt du, ist auch nicht so dran, also man muss auch nicht die Bilder alle daheim haben. Also, weißt, aber nein, lieber, also wenn ein Bild, dann wirklich ein Bild, aber so Post draufhängen, so, also, ja, finde ich. Also meinst du so, oder Print? Also ja, es ist eine Art Poster. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja dann so spezielle Litho, keine Ahnung. Das ist wieder etwas anderes. Yeah. Das finde ich schon auch toll. Also eben, es kommt schon, wenn die Qualität vom Papier und allem schon, das finde ich schon. Ja. Okay. Ja. Aber einfach so, also ich merke auch, also merkst du ja auch, wenn du vor einem Bild stehst, das dich irgendwie berührt, ist genau das, was ja auch passiert. Es hat ein bisschen das Gefühl von dem, was ich vorher gesagt habe mit der Bühne, wo irgendwie einfach etwas mit einem passiert. Wo, und da gibt es Bilder, die mich berühren, weil sie irgendwie etwas auslösen in mir, irgendeine Erinnerung oder einfach irgendwie eine Freude auslösen. Ja. Einfach, wenn sie die irgend auf eine Art berühren oder auch oder die Aussage, die politische oder gesellschaftskritische Aussage, die faszinierend ist, ist schon... Finde ich etwas Geniales, wenn man sich so ausdrücken kann mit Zeichnen, Malen. Finde ich schön. Ja. Mega. Ich bin das ja nicht an der Art gesehen, bin ich ganz ehrlich.
Ich kann mir nur sagen lassen, dass es mittlerweile ein bisschen in Mode ist, dass die Leute sich halt einfach darüber beschweren, es ist nicht so ein guter Jahrgang. Weißt du? Ja, ich habe Angst. Aber ich bin jetzt in die Volta-Halle und da kommt es immer darauf an, wie schaust du die Sachen an, lässt du auf ein Bild ein oder gehst du einfach durch und sagst, was hat es dieses Jahr? Aber musst du halt auch da, trotzdem, auch wenn es viele Leute hat, musst du halt wie sagen, komm, ich nehme mir Zeit, ich schaue ein Bild an, was passiert mit mir, was finde ich spannend. So, wenn's wirklich, wenn du auf Kunst einlässt und halt nicht rundherum. Absolut. Es kommt ein bisschen darauf an, wo setzt du den Fokus. Ja. Yeah. Also, wir sind zwei Tage, am ersten Tag habe ich auch mehr so ein bisschen geschaut, wer ist alles rum, und dann bekommst du irgendwie gar nicht in diesen Mood rein, und dann bin ich auch so ein bisschen, und dann sind wir natürlich auch dort in der Halle, gesehen, an der Messe, wo halt wirklich so die Top-Künstler sind, wo dann weisst, ein Bild kostet irgendwie 2 Millionen, ja, wo wirklich, wo so, wo dann nur noch die rumlaufen, zum Sehen und Gesehen werden. Ja, ja. Also, ja. Und dort, ja, bin ich dann auch ein bisschen eher fokussiert auf das, was ist das rundherum. Aber wenn du wirklich so, ja, die auf, eben jetzt gerade in der Voltenhalle, wo auch Künstler sind, die durchaus noch nicht so einen Namen haben, die einfach mega schöne Ideen und Werke, wo, ja. Oder eben, es muss ja nicht da sein, es kannst auch im Museum, wenn du ins Museum gehst. Ich gehe auch gerne in anderen Städten, in Museen. Das habe ich gerade wieder sagen. Das ist so etwas Berührendes. Also, das Tolle ist ja, wenn du in ein Museum gehst, wo du noch nie gesehen bist, dann ist allein das ja schon ein Erlebnis. Also es ist ja etwas anderes, wenn jetzt das Museum um die Ecke, wo auf alle 3 Monate haben sie eine Ausstellung, dann ist es so ein bisschen, okay, was ist jetzt? Genau, was ist jetzt, ja. Und irgendwie, ich bin mal in Australien, bin ich mal in einer Ausstellung, in Brisbane. Und das ist einfach wirklich schon nur, dass ich an der Ort bin. Ich so gesehen, was für ein toller Ort, oder? Oder das Getty in Nähe von L.A. Ja, das ist, bin ich an sich schon ein Kunstwerk, einfach das Gebäude, wenn man es so kann nennen. Also einfach der ganze Bau. Ja. Das macht ja schon etwas. Also ja, das ist so. Eben, das hat auch das Feeling von, wie wenn du in ein Theater reinläufst. Und nur so ein Theater, so ein Feeling. Und das ist bei den Museen ja auch effektiv. Ja. Yeah. Sehr schön. Ja. Jetzt frage ich mich, haben wir jetzt 4 oder 5 gemacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Weiß ich. Weil wir das Wandern noch dazu genommen haben. Ah ja, Wandern haben wir noch. Aber ich habe durchaus auch noch. Also was... ich habe sicher noch etwas. Also wenn du zu lange musst überlegen, behaupte ich, haben wir 5 gemacht. Und sonst, haben wir wirklich 5 gemacht? Ich bin mir eben ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Also zuerst haben wir vom Wandern geredet. Genau, gesagt, Natur. Nehmen wir dazu. Genau, Natur. Dann hast du das allererste genommen. Ah ja, TomTom. TomTom. Dann haben wir Theater. Haben wir nichts dazwischen gehabt? Nein. Also. Grätli, Spielladen. Das ist eigentlich. Gehört wie noch dazu. Genau. Okay. Wenn du willst, kannst du noch ein kurzes 5,5. So. Wobei das gehört zur Natur, Wasser. Wasser ist etwas wirklich? Schwimmen. Ah, ich liebe es. Ja? Also nicht schwimmen, irgendwie in einem Hallenbad gehen, schwimmen. Wobei, wenn ich dann drin bin, finde ich es auch lässig. Aber einfach Wasser, das Element Wasser, ist etwas, was mich wahnsinnig beglückt. So zuerst zum Reingehen so, und wenn ich im Wasser bin, hey, kriegst du mich nicht mehr raus. Das ist so etwas Schönes. Ich habe kürzlich etwas wahnsinnig Spannendes erfahren, dass der Mensch keine Sensoren, Rezeptoren, wie man es auch will nennen, für Nessie hat. Wir haben das nicht. Es gibt gewisse, Tiere und ich glaube sonstige Lebensarten, die Nessie können spüren. Ja. Wir können nur aufgrund von unserem wahnsinnig leistungsfähigen Hirn und aufgrund von anderen Rezeptoren können wir uns sagen, das ist nass. Aber wir haben kein effektives Gespür für Nessie. Wir wissen es nur aufgrund von Temperatur und auch einfach zu wissen, dass jetzt da etwas Nasses ist. Und ein gutes Beispiel ist anscheinend, wenn du Wäsche aus dem Trockner nimmst. Aus dem Tumbler, ja? Ja. Dann ist es immer noch ein bisschen leicht feucht. Was aber zum Teil gar nicht so ist. Sondern manchmal denkst du, es ist noch nass, aber es ist gar nicht mehr. Aber es ist auch kalt. Oder es ist warm, wenn du es frisch rausnimmst. Und so weiter und so fort. Aber es ist noch spannend. Ah, okay. Ja.
Ja, so, ja. Ah, okay. Habe ich irgendwie vor einem halben Jahr oder so, habe ich das irgendwie nicht mehr gelesen, glaube ich. Oder gesehen. Also ich können Wasser nicht Spaß. Spüren. Ja. Nessie. Also Nessie. Effektiv, Nessie ist kein... Ja. Schaffen wir nicht. Okay. Spannend. Mhm. Und ich glaube, mit dem hast du dann auch noch... Es gibt doch den alten Trick mit irgendwie... hat man früher in meinem Lager gemacht, dass man so einen Finger jemandem ins warme Wasser gehabt hat und dann haben sie mir ein bisschen oder so. Aber das ist, weil sie einfach, weil irgendwie etwas dann wärmer wird und irgendwie, dass die Hirne ausschaltet. Okay, und dass du gar nicht spürst. Du checkst aber nicht, dass du Wasser berührst, wenn du es nicht bewusst merkst. So. Okay. Ja. Bist du also in so Natur, so Seen, Bergseen und so? Jeder Berg gesehen, wenn wir gehen wandern. Wirklich? Kleider ab. Ja, ich muss in alle Wasser. Also das ist quasi so die Erweiterung vom Wandern? Ja. Also wenn wir im Sommer wandern, ein Berg sehen, rein. Ich muss. Ja. Egal wie kalt? Ja. Ja. Einfach schnell rein und wenn es halt nur ist. Wirklich? Einfach, ja, es ist so etwas... Ja, gerade beim Wandern. Wenn du nachher rauskommst, das ist so ein... Das Gefühl ist so schön. Ja. Oder einfach sonst schwimmen, ist einfach etwas Schönes, Element Wasser. Ich schwimme auch sehr gerne. Also früher bin ich ziemlich viel schwimmen. Jetzt eigentlich, die Hallenbäder und so, macht mir jetzt nicht so. Aber es ist einfach etwas Schönes, Element Wasser. Finde ich schön. Ich habe zuerst gedacht, wo du gesagt hast, Wasser, und ich denke so, zum Trinken. Aha! Nein! Aha! Ich würde gerne Wasser trinken. So völlig gesund. Ich habe schon gerne auch mal ein bisschen Alkohol drin in dem Wasser. nein, einfach das Element Wasser. Das ist schon etwas. Ja. Ich find, hast du das nicht so? Doch, ich finde Wasserfall finde ich etwas von. Oh, das ist super. Etwas von geilsten. Ja. Das ist wirklich, ich finde das ist so etwas. Ja, faszinierend. Ja, das ist etwas. Es hat so Magie. Ja, einfach so, du hast das Gefühl, es hört nie auf. Ja, es hört konstant einfach, Wasser, wo du runterkommst. So. Ja. Wasserfall finde ich sehr toll. Ja, super. Und ich habe See lieber als Meer. Mhm. Wegen Haifisch und so. Nein, überhaupt nicht. Nein, irgendwie. Ich habe mich nie so angefunden mit Salzwasser und all das Zeug. Okay. Aber die Wellen ist schon etwas Tolles. So mit den Wellen spielen. Dann habe ich mal probiert, Bodysurfen. Ja. Und dann ist es vorbei. Dann denkst du, das Meer, immer. Ja. Überall. Ja, das ist super. So, aber. Und Fluss? Und Fluss natürlich. Der Rhein, oder? Ich liebe den Rhein. Und ich gehe mega gern in den Rhein. Ja. Seit über 20 Jahren jetzt. Das ist einfach wunderschön. Ja. Und ein Weekend, das habe ich mal gemacht, habe ich gefunden, ich gehe in Bern, Basel und Zürich, gehe ich Fluss schwimmen. An einem Weekend. An einem Weekend? Ja, okay. Und es ist wirklich gesehen, halt Aare, Limmat und Rhein. Ja. Schön. Und es hat sich ein bisschen ergeben, aber da habe ich gefunden, jetzt, wo ich schon weiss, dass ich in all den drei Städten wird sein, muss ich das auch machen. Ja. So. Ist etwas wahnsinnig. Weil es hat alles einen mega eigenen Flair und einen eigenen Charme. Das, weißt, du kannst nicht sagen, das ist besser als das. Nein. Sondern so beim Rhein ist toll die Weite. Jo, und dass du wirklich Drei so die Altstadt siehst. Ja. Und bei der Aare ist so das... Ja. Natur. Gefühl von Natur, Fluss, Schwimmen und Limmat, dass du das kannst machen, ist schon geil. Ja. Weil du hast das Gefühl, es ist eben so ein urbanes Schwimmen. Ja. Also es ist irgendwie noch, hat alles sie Reiz. Ich finde in Basel, also schon noch das mit dem Rheinschiff, finde ich schon noch faszinierend, dass du schwimmst und machst und dann weisst du, okay, jetzt. Ja, und Ferry. Es ist ein mega schönes Zusammenspiel, obwohl du keine Stoppschilder und Verkehrs... du hast einfach du weißt, wo du darfst. Aber du brauchst keine Ampel und nichts, sondern es funktioniert alles irgendwie. Mhm. Und sobald es ein bisschen mit mehr Risiko behaftet ist, sind die Leute auch viel sorgfältiger. Ja. Das ist nur lustig. Mhm. Dort schaut man dann auch viel mehr. Also, weißt? Ja, dort schaust du. Also, Außer die du merkst, die sich nicht gewohnt sind, die einfach mal kommen in den Rhein schwimmen und dann völlig überfordert sind. So, denen ist ein großer Schwimmsack. Wo sie einfach sich so dran heben. So, genau. Ja. Also gehst du ab und zu in den Rhein? Ja. Also,
Also ab und zu, sagt man so, ich schaffe es dann einmal, also jetzt, von in Zürich, seit ich in Zürich, also schon lange in Zürich lebe, halt einmal im Jahr so. Aber ich habe früher wirklich am St. Alban Rheinweg gewohnt und dann bin ich natürlich immer, gerade beim Rheinbadhäusler. Ja, Weltklasse. Ja, mega schön. Und dort, da bin ich viel gegangen, ja, natürlich. Dort hat es ja mittlerweile, haben sie ja im Winter haben sie Sauna. Genau. Ja. Dass du nachher noch schnell kannst reinkumpen. Ja. Und Sommer, ja, ist Erfurt. Ja, ja, das ist genial. Großartiges Badeerlebnis. Ja. Ja, und jetzt in Zürich der See, das ist auch schön. Ja. Mega. Und das habe ich eben immer toll gefunden. Wir sind ab und zu ins Tessin früher. Ach. Und in Ascona. Ja. Quasi das Freibad, ja, wo du ja dann einfach in den See gehst. Ja, so genau. Geil. Super. Ja. So geil. Ja. Und das habe ich schon immer sehr toll gefunden, dass du dann nochmal wie eine Bade hast. Genau. Also ist ja hier in Zürich auch an allen. Und in eben allen dann habe ich gemerkt, in Zürich ist es das. Genau. Ja. Super. Ja. Ja, aber eben cool. Im Tessin finde ich halt schon im Cento Valli, die ganzen, in der Melezza und so, go schwimmen, ist schon schön. Ja. Yeah. Super, mit einer, oder Ponte Brolla mit den Felsen, das ist schon ein Erlebnis. Du könntest auch Mozzarella sagen, ich wüsste nicht. Aha, okay, ah, Entschuldigung. Nein, ich wirklich keine Ahnung. Oh, du bist noch nie da gesehen, cool. Hey, so im Detail nicht. Oh, da musst du unbedingt machen, yeah. Das ist faszinierend. Also wenn du gerne in den Flüssen schwimmst, yeah, dann musst du dort hingehen, aha, super. Weiß ich, was Ponte Brolla. Was ich an dem einen Sommertag gemacht, genau, das Jahr. Ja. Es sind einfach sehr, sehr viele Touristen. Du bist immer ein bisschen überfüllt. Du musst dann wirklich kämpfen, dass du noch einen freien Stein hast. Ah, wirklich? Nein. Okay. Aber das ist genial. Also, das oder auf den Influss. Ah, da haben wir es, ja, ja. Wow, ja, I like it. Wonderful, wonderful. Super. Also, ich nehme mir das als Ziel. Ja. Falls ich es noch schaffe, das mit Sommer. Sandstrand. Super. Ja. Schickt auf jeden Fall ein Foto. Gut. Das sieht ja großartig aus. Ja, das ist super. Und sonst spätestens nächste Pfingsten. Am Pfingsten geht es am Ringsten. Oder Ostern. Ja, auch gut. Immer gut. Ja, so. Immer gut. Donnerstag los. Genau. Samstag dort. Das begriff ich nicht. Ich auch nicht. Okay, aber das ist. Oder? Aber du bist auch nicht einer von denen, der im Stau steht, oder? Nein. Ja? Aber wer ist es denn? Weil alle sagen, hey, das begriff ich nicht. Aber es müssen ja. Wer ist es denn? Hey, die es immer machen, die sagen es eben nicht. Nein, wirklich. Also ich frage mich immer, wer. Ja, ich weiß es nicht. Aber ist auch egal. Ja, ist egal. Hey, es war mega schön gewesen. Ja, das Warten hat sich gelohnt. Ja, das lange Warten. Ja, wirklich. Ich hatte sehr, sehr Spass gehabt. Vielen ich Dank, bist du gewesen. Danke, dir auch. Viel Erfolg, alles Liebe. Ja, dir auch. Danke, danke. Und ich bin sehr gespannt, wie denn die neue Gradli ich auch zum Zug kommen. Vielleicht hat es dann gar keinen. Das wäre auch wieder ein Schritt. Das wäre auch vielleicht etwas. Mal schauen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Danke, Solti. Gerne. Danke, danke. All the best. All Peace. The best. Tschüss, Piep.